Liebe. Ein neues Bild von Wissenschaft. Expertise in Zeiten von Krise und Fake News. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Phoenix. Herzlich willkommen hier aus der Bucerius Law School, der Stiftungshochschule für Rechtswissenschaft in Hamburg. Mein Name ist Manuel Hartung, ich bin Vorstandsvorsitzender der Zeitstiftung Bucerius und ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. Diejenigen, die hier im Saal sind, diejenigen, die hier in der Hochschule noch zugeschaltet sind, in einem anderen Saal, und diejenigen, die uns von wo auch immer in der Mediathek zusehen, schön, dass Sie entsprechend dabei sind. So viel Wissenschaft war noch nie. So viel Wissenschaft war noch nie wie während der Corona-Pandemie, als Medien und Öffentlichkeit viele Wochen kaum ein anderes Thema kannten und ein Thema über 3 Jahre hinweg ein wirklich großes und dominantes war. Und während der Pandemie, das zeigen Untersuchungen, stieg sowohl das Interesse als auch das Vertrauen in die Wissenschaft, wie sich das verändert hat, darüber werden wir heute noch diskutieren. So viel Wissenschaft war noch nie, als plötzlich alle überall über Themen der Wissenschaft diskutierten. Über die Medizin, die Virologie, den Gesundheitsschutz. Millionen Menschen interessierten sich für Podcasts und Sendungen zu dem Thema und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren mit ihrer Expertise plötzlich über alle Kanäle präsent. So viel Wissenschaft war noch nie, aber gleichzeitig geriet auch Expertise unter Druck. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wurden Anfeindungen ausgesetzt, sie wurden mit Hass und Hetze konfrontiert und manche haben sich zurückgezogen. Dabei ist Expertenrat in einem Zeitalter der Polykrise weiterhin so gefragt, egal ob es um Gesundheit geht, um Klima, um Energie oder um Krieg. Ein neues Bild von Wissenschaft. Expertise in Zeiten von Krise und Fake News, darüber wollen wir heute sprechen. Darüber wollen wir heute sprechen als Abschluss eines ganzen Tages,
an dem auf Einladung der Zeitstiftung Bucerius, der Klaus-Tschirach-Stiftung und des SciComm-Supports knapp 100 Expertinnen und Experten heute miteinander diskutiert haben, Vertreter von Medien- und Hochschulkommunikation, von Forschungsinstituten und Universitätsleitungen, von Stiftungen und Organisationen. Warum steht Expertise unter Druck? Was kann man tun, um einen möglichst guten Diskurs zu ermöglichen? Und wie ändert sich das Bild von Wissenschaft? Darüber möchte ich sprechen mit drei ganz außerordentlichen Gesprächspartnern, die ich hier in der Bucerius Law School begrüßen darf. Neben mir sitzt Professor Dr. Alena Büchs, Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien in München an der TU, Vorsitzende des Ethikrats, Mitglied des Kuratoriums der Zeitstiftung Bucerius, an ganz vielen Stellen auch Vorbereitung hier beteiligt. Herzlich willkommen, Alena Büchs, schön, dass du da bist. Ich darf begrüßen Professor Dr. Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin. Glaube ich, allen bekannt, auch durch seinen Podcast während der Corona-Krise. Alumnus des Gerd Bucerius Gesprächskreises, kann man sagen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie nach Hamburg gekommen sind. Und ich darf herzlich begrüßen Dr. Carsten Broster, Senator für Kultur und Medien hier in Hamburg. Autor einer ganzen Vielzahl von Büchern mittlerweile. Ein Titel lautet »Mehr Zuversicht wagen, wie wir von einer sozialen und demokratischen Zukunft erzählen können«. Schön, dass Sie heute hier in der Bucerius Law School sind. Herzlich willkommen. Expertise unter Druck. Alena Büchs, wie hat sich das Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit in den vergangenen Jahren eigentlich verändert? Okay, wir fangen mit einer ganz kleinen Frage an. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich habe mich sehr über den Tag gefreut. Also diejenigen hier im Raum, die das erleben durften, die haben schon sehr viel gelernt. Und ich freue mich, dass wir jetzt noch weitersprechen können. Und ich fange mal an mit einer Antwort und hoffe, dass ich damit nicht alleine bleibe. Das eine, das hast du schon erwähnt, wir haben zunächst mal eine enorme Verbesserung des Vertrauens in Wissenschaft erfahren. Also es gibt ja immer wieder das Wissenschaftsbarometer, das werden viele hier kennen. Und da waren wir so in den Mid-50ern, also ungefähr 55% der Menschen in Deutschland haben hohes oder sehr hohes Vertrauen in die Wissenschaft gehabt vor der Pandemie. Und es ist in der Pandemie wirklich hochgeschossen, um ungefähr 20%. Was überhaupt nicht überrascht, weil wir, glaube ich, alle kollektiv gemerkt haben, die Wissenschaft wird uns letztlich retten. Das ist das, was uns hilft. Das ist eigentlich das Einzige, eine Zeit lang, was uns helfen konnte, um uns überhaupt Instrumente an die Hand zu geben, mit dieser Pandemie irgendwie umzugehen, die Pandemie zu verstehen, Schutzmöglichkeiten aufzuzeigen und dann letztlich natürlich auch die Instrumente, Impfungen und so weiter, zu entwickeln, die uns aus dem ganzen Schlamassel rausgeholt haben. Dieses Vertrauen ist noch immer höher als vor der Pandemie. Das ist, finde ich, eine sehr gute Nachricht. Aber erstens ist es deutlich gesunken wieder, also fast auf das Niveau vorher. Und zweitens ist parallel, und das ist, glaube ich, einer der Gründe, weshalb wir hier sitzen, die Wissenschaftsskepsis, die vorher so im einstelligen Prozentbereich lag, also die Menschen, die wirklich an Wissenschaft gar nicht glauben, ihr gar nicht vertrauen, sie gar ganz ablehnen, die ist wirklich ziemlich stark gestiegen. Und das ist etwas, was uns bekümmern sollte. Wir haben, glaube ich, viel, viel gelernt in dieser Zeit. Also du hast es erwähnt, so viel Wissenschaft war nie. Das war ein Schnellkurs in Wissenschaftskommunikation für viele von uns. Eine extrem steile Lernkurve, die man am Anfang ein bisschen Holterdiepolter erlebte. Und dann hat man immer mehr verstanden, was da passiert und es irgendwie versucht, so gut wie möglich zu machen. Wir haben viele Instrumente auch da entwickelt. Es gibt sehr viel Unterstützung inzwischen. Auch darüber haben wir heute gesprochen. Also die Zivilgesellschaft hat viel gemacht, um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt viel besser zu unterstützen, was ich ganz toll finde. Also es war für mich hier ein Tag des Glücks, das heute hier zu erleben. Aber wir sind als Gesellschaft herausgefordert dadurch, dass eine der zentralen Säulen einer demokratischen Gesellschaft, nämlich die Wissenschaft, in der wir ja irgendwie ganz plural gemeinsam miteinander verhandeln, was ist Wahrheit, was ist falsch, was ist richtig im normativen wie im faktischen Sinne, was ist unsere gemeinsame Realität, die wird angegriffen durch Verschwörungserzählungen, die wird angegriffen durch Polarisierung und Politisierung, das wissen, glaube ich, sehr viele. Viele haben das am eigenen Leib erfahren. Und das ist, glaube ich, etwas, mit dem wir uns
sehr knackig werden, auseinandersetzen müssen in der nächsten Zeit. Christian Drosten, Sie haben quasi selber ja diesen Weg von so viel Wissenschaft war noch nie ja an vorderster Stelle mitbegleitet. Jetzt sind Sie ziemlich aus der Öffentlichkeit verschwunden. Sie haben in einem Interview vor einiger Zeit einmal gesagt, naja, bis zu meiner Rente wird es vielleicht nicht mehr so eine Situation geben, in der ich wieder so in der medialen Öffentlichkeit stehen muss. Wie haben Sie das erlebt, das Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit in den letzten Jahren, also von wenig medialer Präsenz zu Omnipräsenz bis zu der Situation jetzt? Also danke erstmal für die Einladung. Schön, hier so viel Interesse zu sehen. Ich muss sagen, dass ich das Ganze nicht so stark von außen betrachten kann. Also ich stecke da einfach drin. Ich bin Wissenschaftler und habe zu der Zeit das gemacht, was für mich wichtig schien, einfach Informationen an die Öffentlichkeit zu geben aus einer Perspektive von jemandem, der das vielleicht seit langer Zeit betreibt und bestimmte Berufserfahrung mit Dingen hat, die, für die man die Berufserfahrung nicht häufig findet. Und ich bin jetzt einfach nicht mehr zuständig. Das ist so mein Gefühl. Also ich bin für Wissenschaft zuständig, für die Forschung und versuche da wieder Fuß zu fassen, nachdem ich auch tatsächlich so 2 Jahre wenig gemacht habe oder weniger gemacht habe, als ich hätte machen müssen. Und mein Job ist jetzt einfach wieder Fahrt aufzunehmen, wissenschaftlich. Ich bin viel weniger, sagen wir, an Medienmechanismen interessiert. Ich bin viel weniger Medienprofi, als man das vielleicht denkt. Und ich bin darüber viel weniger reflektiert, als man das denkt. Also ich bin tatsächlich jemand, der, ich kann sagen, wie es von innen sich anfühlt. Ich kann sagen, wie es auch von innen in der Wissenschaft ist. Ich kann zum Beispiel durchaus erkennen, dass zum Beispiel Förderorganisationen jetzt vielleicht mehr Wert darauf legen, dass Wissenschaftskommunikation gemacht wird. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob das auch die universelle Lösung ist. Ich glaube nicht, dass jeder dauernd Wissenschaftskommunikation machen muss. Und ich bin mir gar nicht so ganz sicher, wie das innerhalb des Wissenschaftsbetriebs ist, ob das wirklich so hoch geschätzt wird, ob sich da ein Kulturwandel eingestellt hat. Ich sehe es fast eher nicht. Über die Frage, was das für das Wissenschaftssystem heißt und wie man möglicherweise auch kommunizieren kann, werden wir sicherlich gleich noch kommen. Carsten Bosser, Sie gucken ja intensiv auf Diskurse in allen möglichen Bereichen, in der Kultur, in der Wissenschaft, im Umgang mit der Frage, was so eine Gesellschaft zusammenhält. Wie haben Sie diese Veränderung der Wahrnehmung von Expertise, von Expertinnen und Experten erlebt in den letzten Jahren? Naja, das war ja, und das ist ja gerade eben auch beschrieben worden, wirklich eine ganz besondere Situation, weil wir, finde ich, generell in der öffentlichen Kommunikation moderner Gesellschaften zunehmend erleben, dass wir relativ wenig Gewissheiten noch haben. So, und im Prinzip war ab diesem 13. März 2020 final, als dann die ersten Beschlüsse kamen, aber schon in den Wochen davor laufen, merkte man sozusagen, jetzt rauschen uns quasi die letzten Gewissheiten so da weg und keiner weiß mehr, was jetzt eigentlich kommt. Und alle haben gesucht nach irgendetwas, woran sie sich festhalten konnten. Und alles das, was so an traditionalen Begründungen und Wahrheiten hatten, war, wenn ich den Habermasschen Begriff nehme, so weit verflüssigt, dass wir uns immer wieder neu verständigen müssen. Und dann guckten alle ganz gespannt auf in dem Fall die Virologie, weil es war ein Virus, vielleicht können die uns sagen, was da passiert. So, das war der Moment, wo dann fand ich besonders das Sprechen von Christian Drosten in der Öffentlichkeit extrem spannend, weil wenn man genau zugehört hat, man immer wieder merkte, dieses sich neben sich selbst stellen und die eigene Sprecherrolle auch immer wieder thematisieren. Das fand ich total spannend, weil es in der medialen Verkürzung weg war immer, aber wenn man sie im Originalton gehört hat, war es immer, das wissen wir derzeit, das ist unsere jetzige Position, das haben wir letzte Woche herausgefunden. Sozusagen die Vorläufigkeit wissenschaftlichen Wissens brach sich brutal an der Erwartung, jetzt sagt uns endlich, was ist. So, und sozusagen, das war der große Spalt, der sich auftat, und keiner war in der Lage, in dem Moment den zu schließen, weil irgendwie man erwartete, das ist jetzt der Ex-Kathedra-Spruch, den kein anderer mehr leisten kann. Insofern bleibt letztlich die Virologie als Leitwissenschaft der Erforschung dieser besonderen Situation. Und irgendwann wurde uns als Gesellschaft so im Zuge des weiteren Verlaufs klar, dass das alleine nicht reichen würde. Und das wussten die Virologen, fand ich, im Sprechen immer schon, haben sie auch immer deutlich gesagt, haben auch gesagt, wir treffen nicht die Entscheidung, wir liefern das Wissen, entscheiden müssen andere. Aber dass wir als Gesellschaft die Reife entwickeln, tatsächlich in unsicheren Situationen immer wieder diskursiv auszuhandeln und uns zu verständigen, wie wir das denn jetzt miteinander handhaben wollen, auch verschiedene Werte miteinander abzuwägen, wissenschaftliches Wissen als vorläufig zu betrachten, das war eine sehr harte Landung. Und das haben wir sehr deutlich gemerkt. Am Anfang sind da wahnsinnig viele auch durchgefallen, weil sie gesagt haben, jetzt habe ich gar nichts mehr, woran ich mich festhalten kann. Und diese Stresssituation, glaube ich, verarbeiten wir im Nachhall immer noch.
dass uns so bewusst geworden ist, wahrscheinlich ist der Prozess der Moderne und des sozusagen Aufgebens der Traditionen abgeschlossen. Und vielleicht, sozusagen, wenn wir in 20, 30 Jahren sagen, das war der Moment, an dem wir festgestellt haben, ab jetzt ist alles verhandelbar, aber damit auch alles entscheidungsbedürftig. Das ist ja der zweite nächste Punkt. Und dabei die Expertise dann eben auch in einer anderen Form zu sehen, als ich habe auch mal eine Meinung. Also nicht postmodernes Erzählen und sozusagen expertisegestützte sozusagen Informationen in der Öffentlichkeit miteinander zu verwechseln. Das ist ein Lernprozess, den haben wir jetzt noch vor uns. Über die Unterscheidung von Meinungen und wissenschaftlichen Fakten oder auch vorläufigen wissenschaftlichen Ergebnissen kommen wir gleich noch. Ich möchte aber gerne Alena Büchs und Christian Drosten einmal fragen, wenn es den von Carsten Borster beschriebenen Anspruch, eine Gewissheitsinstitution quasi zu sein oder gewissheitsgebende Instanz zu sein, auf der einen Seite gibt, auf der anderen Seite aber immer auch die Vorläufigkeitserfahrung von Wissenschaft bei Ihnen ganz innerlich drin. Wie geht man mit diesem Zwiespalt eigentlich um? Den Erwartungen, aber gleichzeitig dem eigenen, was man an wissenschaftlichem Ethos auch weitergibt? Ich fange mal an, aber ich vermute, wir werden was Ähnliches sagen. Das ist ja interessant, weil ich komme aus einer Normwissenschaft und Christian aus der Medizin. Aber beiden Bereichen eignet ja, dass man immer das einerseits andererseits haben kann, dass man immer Weg A, B und C, dass man Hypothesen hat, dass man testet, dass man überlegt und die Sprecherposition immer mitreflektieren muss. Und also ich, Schrägstrich wir vom Ethikrat, haben immer versucht, diese Alternativen aufzuzeigen, weshalb die Verkürzung, man habe irgendwie das durchgepusht oder man habe dieses oder jenes gar entschieden, was natürlich totaler Quatsch ist, wo man immer nur beraten hat, besonders geschmerzt haben. Aber es ist nachvollziehbar, Sie haben das gerade so schön gesagt, Herr Borster, in der Verkürzung fällt das dann weg, weil man natürlich für die öffentliche Kommunikation gerne mal 20 Sekunden hat, ne? Oder halt 2 Minuten. Und dieses Ab, also bei uns jetzt in der Ethik, ich sage es jetzt mal spezifisch für die Ethik, dieses Abwägende, also das darauf hinweisen, es gibt nicht den einen Weg, es gibt nicht das eine Argument, das alles schlägt, sondern man muss wirklich ganz schwierige Abwägungen machen und die sind, und das unter Bedingungen von Unsicherheit. Das ist sehr, sehr schwer zu kommunizieren und alle sehnen sich eher danach, dass jemand sagt, das ist jetzt richtig. Und wann immer man versucht hat, das sozusagen redlich darzustellen, passiert es dann doch oft mal, dass das weggekürzt wird. Aber man hat es halt immer und immer wieder versucht. Ich glaube, das ist das Beste, was man dazu sagen kann, offen zu legen und transparent zu machen. Wir haben heute, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, Ingrid Brodnik, österreichische Journalistin mit sehr viel Erfahrung, die hat was Wunderbares gesagt. Die hat gesagt, die Art, wie wir in der Wissenschaft sprechen und schreiben, die eignet sich wahnsinnig schlecht für öffentliche Kommunikation, weil wir in jedem Paper schreiben, es bedarf weiterer Forschung. Ja, also alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Raum, ich habe das auch schon x-fach geschrieben, das steht in jedem zweiten Paper drin. Aber das kannst du natürlich super verwenden, um zu sagen, aha, es braucht noch weitere Forschung, die haben ja alle keine Ahnung, die wissen es nicht, ist völlig unklar. Also da klatschen sozusagen wirklich zwei Systeme aufeinander, die relativ ja, und das haben wir alle gemerkt, dass es da Spannungen gab. Christian Drosten. Ja, also es ist für moderne Wissenschaftler, glaube ich, nicht so schwierig, sich in so einen Diskurs zu begeben. Wir haben zum Glück nicht mehr, wie Herr Borster Sie gerade sagten, diese Ex-Kathedra-Meinungen, gerade in der Medizin. Also es ist nicht mehr so heutzutage, dass das Magengeschwür in Heidelberg anders operiert wird als in Berlin, weil da irgendwo ein Chefarzt ist, der nun mal sich in den Kopf gesetzt hat, dass er die beste Operationstechnik hat und seine Lehrmeinung hat, die er bis zur Rente vertritt. Diese Zeiten sind vorbei. Also wir haben Leitlinien und wir haben Qualitätsstandards und die werden auch immer wieder hinterfragt, aber die sind insgesamt auf einem guten Stand und die sind sich einig. Und das lässt sich natürlich anderswo jetzt auch übertragen. Also diese Art von Meinung, die gibt es nicht oder die sollte es nicht geben in der Medizin eigentlich. Und das schließt die Epidemiologie mit ein und die Virologie, wenn man so will. Wenn Fakten fehlen, kann man das nicht durch Meinung ersetzen. Und Fakten fehlen am Anfang einer Pandemie, grundsätzlich. Also da sind viele Fragezeichen. Und was man höchstens in diese Lücke stellen kann, ist Berufserfahrung. Das habe ich auch immer versucht, klar zu machen, wo ich eigentlich
Analogieschlüsse ziehe aus Berufserfahrung, wo es mit gesundem Menschenverstand eines klinischen Virologen nun mal so ist, dass wenn die Labordaten so aussehen, die Krankheit sich wahrscheinlich so übertragen lässt. Ja, das sind einfach Tatbestände, die sind solide und die halten auch. Das ist fast wie im Handwerk. Das muss man aber erklären, sonst wird das verwechselt eben mit einer privaten Meinung. Und gut, idealerweise gibt es irgendwann Fakten, gibt es irgendwann einen qualitätsgesicherten Wissensstandard, nur der kommt immer zu spät. Und in der Lücke muss man vielleicht manchmal erklären. Also man muss, es ist ein bisschen unbefriedigend, wenn man sagt, naja, das wissen wir halt noch nicht. Also das kann man bei bestimmten eher akademischen Themen machen, aber in so einer gesellschaftlichen Notsituation geht das nicht. Da ist die Erfahrung, die Erwartung größer. Und da muss man dann vielleicht einfach mal so eine Perspektive setzen, wie man mit so einer Lücke umgeht. Also was wäre zum Beispiel eine Sicherheitsüberlegung? Also was kann man machen, damit es selbst im Falle eines Irrtums dann doch nicht so schlimm kommt? Oder was wäre eine Kompromissüberlegung, wenn es eine Rechtsgüterabwägung gibt? Was könnte man da machen? Was wäre eine praktische Idee? Das ist nach meiner Erfahrung dann sehr hilfreich und wird auch sehr gut aufgenommen und ist sicherlich auch eine Funktion von ja, praktizierender Wissenschaft. Haben Sie denn den Eindruck, dass über das auch häufige Kommunizieren, ich meine, Sie haben Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem Podcast erreicht, der Vorläufigkeit von Ergebnissen, des wissenschaftlichen Prozesses. Ich meine, plötzlich haben sich Leute überall unterhalten über R-Werte. Ja? Also das ist ja auch schon mal eine Verwissenschaftlichung von Gesellschaft, die wir lange nicht erlebt haben. Haben Sie den Eindruck, dass davon im Verständnis mehr geblieben ist? Sie meinen, dass jetzt... Dass Menschen mehr von Wissenschaft und vom wissenschaftlichen Prozess verstehen? Ja, also ich glaube schon. Ich glaube aber auch, dass das alles ein bisschen karikiert wurde. Also es ist jetzt nicht so, dass alle drei Wochen sich komplett der Sachstand ändert, ne? Und die Wissenschaftler eigentlich sich immer nur damit beschäftigt sind, ihre Meinung zu ändern und sich anzupassen. Also wir haben schon ziemlich gut konsolidierte Sachstände und da kommt immer so ein kleines bisschen obendrauf und manchmal kommt so viel obendrauf, dass man nochmal einen zusätzlichen neuen Denkweg einschlägt. Das radiziert aber jetzt nicht alles, was vorher da war. Das schafft nicht den alten Wissensstand ab. Und das ist vielleicht so ein bisschen sehr überspitzt dargestellt worden. Das lag vielleicht auch an einigen Wolken, die ich selber geschlagen habe in der öffentlichen Kommunikation, wo ich gesagt habe, ah, da habe ich zu kurz gedacht. Oder hier, diese Studie kannte ich noch gar nicht, ist mein Versäumnis, sorry. Solche Dinge habe ich mir in der Öffentlichkeit tatsächlich hier und da mal geleistet. Mhm. Und das war einfach damals notwendig. Also ich konnte nicht sagen, ich musste einfach sagen, es tut mir leid, aber da lag ich jetzt falsch und jetzt sage ich, wie ich es heute denke. Aber das war vielleicht auch ich. Das ist nicht die Wissenschaft als solches. Wir haben gedacht, man kann vielleicht gut erklären, wie gewisse Mechanismen auch öffentlicher Erregung funktionieren, wenn wir uns mal vielleicht zwei, drei Beispiele anschauen. Carsten Boster, Sie sind kürzlich nach einem Aufschrei öffentlicher Twitter-Erregung bei Twitter ausgestiegen. Wollen Sie das einmal berichten? Ja, aber das war eher ein Ermüdungsbruch, wenn ich ehrlich bin. Also das will ich jetzt nicht mehr gar nicht mehr unbedingt als einen Aufschrei betrachten. Nein, das sagen, zeigt aber ein Stück weit auch den Können Sie vielleicht einmal noch einordnen, was ist passiert? Ich ordne sofort ein. Ich will sozusagen einen Satz noch sagen zu dem, was Christian Drosten gerade gesagt hat. Sorry, auch wenn wir hier im Fernsehen sind, muss ich das jetzt einmal so machen, weil ich finde das, sagen, was ich spannend fand, war an der Corona-Zeit, dass wir in einen Prozess reingucken durften als Öffentlichkeit, den Wissenschaft normalerweise nicht öffentlich darstellt. Also ich erinnere mich noch in der Zeit, in der ich selber in Forschungsprojekten gearbeitet habe, und sagen, wie viel Diskussion überhaupt vorherging, bis man mal ein Methodenpapier veröffentlicht hat auf einem Kongress. Selbst das ist ja eine Frage, mache ich das nicht, zu welchem Zeitpunkt mache ich das und wann begebe ich mich damit in die Auseinandersetzung. Und das ist dann eine Fachauseinandersetzung. Mhm. Quasi jetzt und sagen, die Operation am offenen Herzen quasi live filmen zu lassen mit allem, was passiert und mit allen Wendungen, die dabei, also beim Denken zugucken und beim Forschen zugucken und zwischendurch immer wieder in die Werkstatt gucken lassen. Das war ja wirklich die Besonderheit und das zu einer Situation, wo alle sagten, jetzt sag uns doch, wie es ist. So, das war, glaube ich, genau diese Lücke. An dieser Stelle, normalerweise hätte man gesagt, sagen wir euch, wenn wir durch sind, wir brauchen noch zwei Jahre, aber dann kommt ein super abgesichertes Papier und wir sagen, geben euch unseren Forschungsstand. Das war nicht möglich und ich fand es extrem beruhigend, dass Wissenschaft das mit sich hat machen lassen und sich auch in diese Situation, Verantwortungssituation öffentlichen Sprechens begeben hat, weil man hätte ja auch sagen können, das wollen wir gar nicht, das können wir gar nicht, ist nicht unser Job, müssen andere machen. Aber dieses Erklären, wie man arbeitet, ich glaube, hoffe sehr,
dass tatsächlich diese Differenz zwischen Meinen auf der einen Seite, Wissen auf der anderen Seite und sozusagen dem methodengestützten Annähern ans Wissen, sozusagen, dass wir diesen Zwischenraum irgendwie nochmal anders vermessen haben. Aber zu dem Beispiel jetzt, sagen, dass Sie meinen, das war nach der, also der Ermüdungsbruch war nach der Demo der ersten, die wir hier in Hamburg hatten, sagen, nach den Korrektivrecherchen zum Thema sagen, Geheimtreffen in Potsdam, wo ich sozusagen irgendwie nur einen Post gemacht habe, in dem ich mich darüber freute, dass da, sagen meiner Meinung nach, das war der Zeit, die Zahl, die von der Demo-Leitung genannt worden ist, 130.000 Leute auf dem Jungfernstieg standen. Mittlerweile wissen wir, es waren 180.000. Und danach entfaltete sich unter diesem Post etwas, was sozusagen der Prototyp dieses Satzes war, den Steve Bannon vor ein paar Jahren mal als Empfehlung an Donald Trump gegeben hat. Let's flood the zone with shit. Also sozusagen eine Versuch, eine Desinformation und Desorientierung an der Öffentlichkeit nicht mehr dadurch zu schaffen, dass man gegen irgendwas angeht oder so, sondern einfach, dass man so viele andere Behauptungen da reinstellt, dass man gar nicht mehr hinterherkommt, denen zu widersprechen. Und die Kernbehauptungen waren, diese Bilder sind KI-generiert. Und dann wurden irgendwie so vermeintliche sozusagen Kamerawinkel genommen und sie, guck mal, da stehen die Leute auf der Alster, was schlicht daran lag, dass man einen flachen Winkel fotografiert hat, dann verschwindet halt die Wasserfläche hinter den Köpfen. Das kann man, wenn man 3 Stockwerke höher geht in der Europapassage, leicht erkennen, dass das nicht stimmt. Oder so viele waren wirklich da, Bilder, die 3 Stunden vor Demobeginn von dieser Kreuzung gemacht worden, die dann online gestellt worden sind, gefakte sozusagen Anzeigen, wo die Stadt für 60 Euro Komparsen für die Demonstration gesucht hat. Und sowas sozusagen sammelte sich zu Hunderten unter meinem, sozusagen unter diesem Post. Und ich habe gedacht, so eigentlich müsstest du jetzt, und dann kam dieser Ermüdungsbruch, aber eigentlich lohnt sich's auf dieser Plattform auch nicht mehr, weil diese Plattform sich tatsächlich einfach nicht mehr als Kommunikationsraum lohnt, weil wir eben sehen, dass sie in den letzten 2-3 Jahren sich so sehr gedreht hat, dass meine Hoffnung, und das tut als alter Habermasianer echt weh, sozusagen darauf, dass man irgendwie noch in ein argumentationsgestütztes sich verhandeln dort kommen kann, die war so erschüttert, dass ich gesagt habe, ich mache das Ding jetzt einfach aus, es reicht mir so. Und seitdem bin ich noch auf Blue Sky, das fühlt sich so ein bisschen so an, als ob einmal am Tag einer zur Dekubitus-Prophylaxe vorbeikommt und mich umdreht. Also da passiert noch nicht richtig viel, aber sozusagen, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass das vielleicht mal noch mehr wird, aber damit war ich an dem Moment echt durch, muss ich gestehen. Ja. Und wäre das auch eine Empfehlung für andere Persönlichkeiten, die in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit stehen oder nicht? Nein, ehrlicherweise, wenn ich eine Empfehlung geben müsste, ist es reines persönliches Wohlbefinden. Die Empfehlung wäre das blanke Gegenteil. Das Problem, was wir hier haben, ist, das gilt aber für alle Social-Media-Aktivitäten. Wir haben so eine Neigung, uns da rauszuziehen, und insofern widerspreche ich mir jetzt selber auf einer normativen Ebene, und überlassen dann diese Plattform denjenigen, die mit ihrem Interaktionsverhalten dann die Algorithmen prägen. Und das ist natürlich die Mehrheit, die wir sehen. Wir sehen, am Ende spiegeln diese Plattformen uns unser eigenes Verhalten. Wir regen uns über Dinge auf, die extravagant sind. So, damit interagieren wir. Das sozusagen, darauf reagieren wir, das klicken wir und wie auch immer. Und sozusagen, das ist aber die Währung des Algorithmus. Das heißt, ich überakzentuiere das Extravagante und in dem Bereich, wo wir alle diffus so halb zustimmen, passiert nicht richtig viel und deswegen ist das für den Algorithmus auch nicht so wichtig. Das kann man in der Forschung des Bredow-Instituts immer sehr schön nachvollziehen in diesem Reuters News Report, wenn man sich da anguckt, wer interagiert und wie verorten die sich sozusagen auf einer Links-Rechts-Skala in Gesellschaft. Das ist sozusagen eine umgekehrte Gaußsche Normalverteilung, die man da sieht. Und wenn die gesellschaftliche Mitte nicht auf diese Plattform geht und interagiert, wird sich dieser Akzent verstärken. Und insofern eigentlich müssten wir drauf. Bloß ich hatte in diesem Moment deswegen Ermüdungsbruch echt keine Lust mehr. Ja. Mhm, das war der Punkt. Alena Büchs, du bist intensiv bei Twitter oder bei X noch immer unterwegs. Aber auch du hast viele Erfahrungen mit, sagen wir, Eruptionen öffentlicher Erregung gemacht. Ja, ich spiele an jetzt auf eine Diskussion, die du nach dem Podcast mit Micky Beisenherz hattest. Vielleicht magst du da mal erschildern, was man da auch für das öffentliche Sprechen und die Expertise unter Druck lernen kann. Sehr gerne, aber ich muss es Herrn Broster nachtun und auch ganz schnell eine andere Sache loswerden. Unbedingt. Sorry, bitte. Es läuft hier voll aus dem Ruder. Wir machen, ich sage schon bei der Regie, wir brauchen eine halbe Stunde mehr. Genau. Weil mir das ganz wichtig ist. Ich würde das gerne ergänzen zu dem, was Christian Drosten gerade skizziert hat, noch einmal sagen. Als jemand, der mehr oder weniger aus einer normativen Wissenschaft kommt. Denn dieses Fakten und Meinung ist bei uns natürlich noch schwieriger. Und bei uns überlappt sich natürlich auch, also wenn man über ethische Debatten nachdenkt, auch über rechtsethische Debatten, ne? Also wenn es sozusagen darum geht, wir brauchen eine neue Verordnung, neue Gesetze. Das reicht ja sozusagen, also es überkreuzt sich wirklich auch einfach mit öffentlich nicht wissenschaftlichen Debatten, zum Teil ja sogar in der Ausdrucksweise und Terminologie.
Und gleichzeitig müssen wir darauf bestehen, und tue ich das auch immer gerne, dass auch wir genauso eine Methodologie haben, wie die Naturwissenschaften, wie die Medizin, einen solchen Stand. Bei uns ist der breiter. Ja, und bei uns gibt es mehr bunte Vögel vielleicht, als es das in der Medizin gibt. Aber natürlich gibt es das auch. Und wir haben uns immer, also, und da spreche ich nicht nur über den Ethikrat, sondern über viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die das mit Blick auf eben das Recht oder eben wissenschaftstheoretische Überlegungen, also wie kommt eigentlich Evidenz zustande, lauter solche Sachen gemacht haben, immer wirklich bemüht, diese Standards auch zu erklären. Aber in unseren Bereichen ist es besonders schwierig und häufig kommt dann dieses, naja, die plaudern da ganz nett in der Talkshow und das ist irgendwie so ein bisschen Bauchgefühl und Meinung. Und das ist es eben nicht, sondern das waren eben, also wenn Sie einer der, deswegen komme ich jetzt zu einem Shitstorm, der schlimmste Shitstorm, den der Ethikrat erlebt hat, war der bei der Impfpflicht. Da können Sie sich, vielleicht können sich einige an die Zeit erinnern. Ich erinnere mich vor allem an diesen irrsinnigen Shitstorm, der sehr intensiv war. Wenn Sie sich das Papier angucken, das wir geschrieben haben, dann sind das 25 Seiten pro Impfpflicht und contra. Also wirklich jedes Prinzip, sowohl rechtlich als auch ethisch, natürlich knapp und kurz, völlig klar, aber wirklich ganz sorgfältig aufgearbeitet, welches Argument kann man wie, aus welchem Prinzip ableiten für eine Impfpflicht und gegen eine Impfpflicht. Also wir haben uns wirklich um diese Transparenz bemüht. Wenn Sie sich die Shitstorm-Situation angucken, dann war das halt, Ethikrat empfiehlt Impfpflicht, puff, ne? Und diese Art von Nuance, die gibt es eben bei uns auch, auch in den normativen Wissenschaften. Und da wurde die sehr stark negiert. Und das ist natürlich für dann eine öffentliche Auseinandersetzung total toxisch. Und die Beisenherz-Geschichte, die erzähle ich nur ganz kurz, weil die was ganz Absurdes hat. Ich war bei Micky Beisenherz, ist noch gar nicht so irre lange her, das war. Da dachte ich, jetzt ist jetzt mal vorbei. Und das waren andere Themen, zu denen genau, und ich war da, ich habe das erste Mal gemacht, habe ich gedacht, ich gehe da mal hin. Ich finde das ein cooler Podcast und so. Ich mag den gerne, den Micky, liebe Grüße. Und es ging um die, es war kurz vor der WM. Und ich habe den Riesenfehler gemacht, mal eine Anekdote von zu Hause zu erzählen, nämlich wie wir mit unseren Jungs zu Hause über diese WM sprechen. Sie erinnern sich, Katar, Menschenrechte und so weiter. Das war ja nicht ganz trivial, das Kindern zu erklären, warum werfen wir uns da jetzt nicht so beglückt rein, wie wir das sonst vielleicht machen würden mit einer WM. Und wir haben mit denen geredet und wir haben über Menschenrechte geredet, wir haben über organisiert, wir haben das als bildungsbürgerliches Haus, ja, als Teaching Moment genutzt, um den Kindern auch was zu erzählen über die Komplexität von seiner Berücksichtigung von Menschenrechten in anderen Ländern und Sportereignisse, und haben dann so ein bisschen gesagt, pass mal auf, wie würdet ihr das finden, wenn wir das so machen? Ihr sucht euch die Spiele aus, die ihr gerne schauen möchtet, könnt ihr euch wunderbar angucken. Wir gucken uns Organisationen an, die in diesen Regionen der Welt Menschenrechte oder Schwulen, Lesben und so weiter, Queer-Rechte unterstützen. Wir machen eine kleine Spende für jedes Spiel und wir sozusagen reden darüber. Und ich, Depp, habe das öffentlich bei Micky erzählt. Das waren 3-4 Minuten, wo ich das versucht habe zu erklären. Und das endete, ich verkürze es jetzt drastisch, also es war wirklich so viel, ich muss einmal sagen, so viel Häme und Hass nach sowas Entschuldigung, wenn ich das so flopsig sage, aber ich dachte, da kann doch nichts passieren. Ich war es längst gewohnt, alles, was ich wissenschaftlich oder zur Pandemie sage, ja, da kommt natürlich die Welle, ist ja völlig klar. Das war ich längst gewohnt. Ich gedacht, das gehört irgendwie dazu. Das ist ja auch umstritten, das ist auch alles schwierig. Aber ich rede über irgendwie so eine familiäre Anekdote und das war die größte Welle von allen, die damit endete, dass irgendeine österreichische Zeitung titelte: Ethikrätin zwingt Söhne zum Spenden. Was ich wirklich hart fand. Mein Mann hat mir das nie verziehen. Ich habe das nie wieder gemacht. Das war eine ganz wichtige Lernerfahrung. Und was ich an diesem Fall spannend finde, erstens, ich habe da das erste Mal verstanden, jetzt rede ich auch mal von innen, das hat nichts mit den Themen zu tun. Das hat auch nichts, das hat nichts Sachliches. Das hat nicht mal was mit mir als Person zu tun, sondern dass man wird Teil einer Erregungsmechanik. Man wird ein Symbol und ich hätte auch ein Backrezept vorstellen können. Ja? Und wahrscheinlich hätten sich darüber vielleicht nicht ganz so viele Leute aufgeregt. Also Fußball, das triggert halt ordentlich. Aber es gibt sicher auch Leute, die sich über Backrezepte aufregen können. Also was ich damit sagen will, ist,
Man stellt fest, das ist eine Mechanik, die abläuft. Das hilft einem auf der einen Seite zu verstehen, okay, das hat wirklich gar nichts mit mir zu tun. Es ist sehr schmerzlich natürlich, wenn es abläuft, aber es zeigt auch, das ist wirklich was. Das haben halt nicht nur Politikerinnen und Politiker, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern das ist was, das ist bei uns allen präsent und es geht uns deswegen halt auch wirklich alle an. Sorry, das war jetzt sehr lang, aber ich dachte, ich erkläre das mal einmal im Zusammenhang. Was bedeutet das denn für deine eigene Entscheidung, in die Öffentlichkeit auch hineinzugehen? Ich bin immer noch bei X, weil ich denke, nee, ihr kriegt mich hier nicht raus. Ich habe auch das gemacht, was Christian gemacht hat, als es ganz schlimm war, weil das schwappt ja dann leider ins private Leben hinein und auch in die private Lebensführung und wird dann auch einfach sehr risikoreich. Und es ist, und auch belastend, will ich ganz offen sagen, es greift die eigene Integrität an. Man wird zwar Symbol, aber man wird trotzdem ad personam angegriffen bis hin in seriöse Medien. Das ist anstrengend und schmerzlich. Und deswegen bin ich dann auch mal ein halbes Jahr ausgestiegen, habe gar nichts gemacht, habe schwer hinterfragt, ob ich dieses Ehrenamt eigentlich weitermachen will. Und dann stellt, glaube ich, jeder und jede für sich selber fest, wofür bin ich zuständig? Und ich habe eben ein Amt, dessen erste Aufgabe gesetzlich, der ist im Ethikratsgesetz, steht das so drin, ist nach wie vor ethische Debatten in der Öffentlichkeit zu befördern. Und dann bin ich sehr tief in mich gegangen und habe entschieden, ich bin noch zuständig. Und wir äußern uns ja jetzt auch zu anderen Themen und man macht das weiter. Und persönlich muss man sich fragen, halte ich das aus? Und dann stellt man fest, man hält das aus. Und jetzt kriegen die mich halt von Ex auch echt nicht mehr weg. Also es ist mir einfach wirklich, also man kriegt ein irrsinnig dickes Fell, was eine sehr interessante Erfahrung ist und dann geht das auch. Also bring it on. Ja, auch da gibt es ja unterschiedliche, sagen wir mal, gesellschaftliche Erwartungen. Es gibt auf der einen Seite, spüre ich schon ein großes Bedürfnis, auch in Teilen der Öffentlichkeit oder der Suböffentlichkeiten zu sagen, wir möchten Public Intellectuals haben, die sich zu vielen Themen als Instanzen äußern. Auf der anderen Seite gibt es dann bei Themen, die quasi, wie sagst du, Backrezept, die außerhalb dessen liegen, zu denen man sich in der Vergangenheit auch geäußert hat, gibt es dann solche Reaktionen. Was heißt denn das für ein Orientierungsbedürfnis in der Öffentlichkeit, Carsten Broster? Naja, es ist also die Frage, ob man als Public Intellectual auf X wirken kann, da bin ich bei 180 Zeichen. Also man kann sich die Kanten setzen. Ja, genau. Es gibt andere Wege. Also ich glaube, der entscheidende Unterschied ist tatsächlich ja der, und das ist, sagen, da sind wir, glaube ich, mal wieder in einem Anpassungsprozess, wo wir uns manchmal auch ein bisschen verrückter machen, habe ich das Gefühl, als es unbedingt sein muss. Also wir haben eine neue Medientechnologie. Diese Medientechnologie erfüllt eigentlich einen uralten Traum, der was ganz Schönes ist. Diese Idee, jeder kann sich äußern und zwar ohne jede Grenzkosten kann ich sozusagen eine potenzielle Öffentlichkeit adressieren. Ich weiß noch, als ich selber studiert habe, haben wir gelernt, sozusagen ein Fernsehsender kostet 1 Milliarde D-Mark. Das war damals so sozusagen die Erfahrung aus der Gründung von Sat.1. Und heute wissen wir, jeder von uns hat ein Gerät in der Hand, das halten wir jetzt hoch, dann streamen wir das Ding hier live und jeder kann es sich theoretisch angucken, kostet uns nichts zusätzlich zu dem Gerät, was wir haben. Super Idee. Problem ist, wir sind momentan offensichtlich weder gesellschaftlich noch individuell reif, damit so umzugehen, dass wir die Potenziale, die das hat, so nutzen, dass daraus tatsächlich was Aufklärerisches entstehen könnte, wenn ich es jetzt mal sage. So, und die Frage ist jetzt, verzweifeln wir und erwarten wieder mal den Untergang der Gesellschaft oder glauben wir, dass sich das auf der nächsten Strecke erledigen wird? Und wenn ich so in vergangene medientechnische Revolutionen gucke, dann ist der Mechanismus immer gleich gewesen. Bei jedem neuen Medium haben wir immer erstmal prognostiziert, die Gesellschaft geht unter. Das fing damit an, dass beim Buchdruck als nächstes die Zensur erfunden wurde. Als das Rollenoffset war, haben wir gesagt, sozusagen die Information geht durch. Als wir das Fernsehen kamen, haben wir uns alle zu Tode amüsiert. Das kann ich jetzt so durchziehen. Als sagen Unterhaltungszeitschriften kamen, haben schlaue Zeitgenossen damals gesagt, die Frauen werden alle blind werden, weil sie jetzt sagen, nach der getanen Arbeit bei Kerzenschein so viel lesen werden und das sei gefährlich. Also es gibt absurde Dystopien, die wir entwickeln, wann immer neue Medien auftreten. Nichts davon ist Gott sei Dank passiert. Insofern gehe ich davon aus, wir werden auch in 10, 15, 20 Jahren wissen, wie wir mit den kommunikativen Möglichkeiten dieser Technologien umgehen. Aber wir sind noch in diesem Ausprobierprozess. Wir wissen noch nicht genau, was geht. Und vor allen Dingen, sozusagen, wird es eine neue Herausforderung werden für die Institutionen, und wenn wir über Öffentlichkeit reden, finde ich, müssen wir über Journalismus reden,
sagen, die dieses Zeitgespräch moderieren, also die tatsächlich in der Lage sind, die verschiedenen Äußerungen auch vernünftig zueinander in Beziehung zu setzen. Und natürlich ist das eigentliche Problem an Ihrem Beispiel, dass daraus eine Schlagzeile wird. Also da frage ich mich ja, welche sozusagen redaktionellen Sicherungsmechanismen müssen denn dadurch gebrannt sein, dass jemand glaubt, dass das wirklich die Relevanzschwelle einer Veröffentlichung auch heben muss. Das ist, es gab viele Artikel. Ja, weiß ich, aber es ist ja irre. Viele. Aber es ist ja irre. Genau, also das meine ich damit. Und da haben wir sozusagen einen Punkt, wo, glaube ich, diese Frage und sagen, was heißt Vermittlung gesellschaftlichen Zeitgesprächs, wenn ich nicht mehr nur korporatistische Akteure an der Spitze habe, sozusagen Ethikratspräsidentin sagt Folgendes, Ärzte sozusagen Präsident sagt dieses, Gesundheitsminister sagt dieses und dann ergibt sich daraus irgendwie was, sondern jeder sich äußern kann. Da fehlen uns die Bewertungsmechanismen. Die werden wir entwickeln, da bin ich ganz zuversichtlich, aber wir werden uns auch die Oasen schaffen müssen, indem wir mehr als 180 Zeichen präsentieren können. Im Podcast finde ich eine spannende Sache, also dass wir eine Stunde jede Woche Christian Drosten zugehört haben, weil wir wissen wollten, was ist. Nach Medienrezeptionsforschung völlig absurd, weil wir sagen, Aufmerksamkeitsspanne sozusagen unterhalb eines ungarischen Zwerghamsters im Moment. Trotzdem hören wir und hören auch Kinder, also meine Töchter haben zugehört, weil sie wissen wollten, was da los ist. Haben, glaube ich, einen Bruchteil verstanden, fanden die Stimme auch beruhigend und fanden das irgendwie, sozusagen, spielt ja auch eine Rolle, sozusagen habituell. Aber sozusagen, es geht offensichtlich deutlich mehr. Es geht offensichtlich deutlich mehr, wenn es drauf ankommt. Und das wiederum beruhigt mich dann. Wir sehen es jetzt ja auch gerade. Tagesschau, sagen Reichweiten, gehen hoch, wenn Russland die Ukraine angreift. Gehen hoch, wenn die Hamas Terror in Israel begeht. Wir wollen wissen und wir haben auch wissen auch noch, wo die Quellen sind. Wir müssen uns nur darum bemühen, dass uns die nicht weggewaschen werden in den nächsten Jahren, weil wir uns in diesen Tändeleien zu sehr vergehen. Ich glaube, eine Stunde waren eher die kürzeren Podcasts. Ne? Sie haben da schon die Schwelle manchmal ein bisschen gerissen. Die Frage, wie lange Carsten Brosters Töchter, Kinder dabei waren, weiß ich nicht. Aber ich würde Sie gerne was anderes fragen. Und zwar haben Sie mehrfach schon gesagt, diese Unterscheidung zwischen wissenschaftlichen Fakten und Meinungen, die im Diskurs eingebracht werden. Und das hat Sie ja immer wieder beschäftigt, auch im Laufe der Pandemie. Und es gibt einen schönen Ausdruck, den man vielleicht auch schon vergessen hat, aber wenn man sagt, fällt ihm jeder wieder ein, weil man weiß, wo man damals war. Es gab damals die Sorge vor der sogenannten Winterwelle, glaube ich, in dem ersten Pandemie-Winter, wo Sie das Thema besonders beschäftigt hat. Können Sie uns schildern, wie? Naja, also die Winterwelle, ob sie denn kommt, das war so im ersten Pandemiesommer ein Thema in Deutschland, übrigens in anderen Ländern gar nicht, weil da die Inzidenz praktisch einfach durchlief. Und wir hatten damals so einen öffentlichen Diskurs, der stark von Meinungen geprägt war, wo also wirklich einfach gesagt wurde, wer weiß, ob das kommt, ich bin davon nicht überzeugt. Und da muss man sich schon fragen, mit welcher Berechtigung sagt eigentlich jemand, er ist davon nicht überzeugt. Hat er die Daten nicht angeschaut? Denn es war offensichtlich, es war trivial zu sehen, dass eine Winterwelle kommt. Alle Daten zeigten in die Richtung, wir hatten Evidenz von der Südhalbkugel, wo es Winter war und wo die Winterwelle stattfand, ja, genau zu dieser Zeit. Und das war schon ein Problem für mich. Ich habe versucht, mich da ein bisschen rauszuhalten und nicht konfrontativ zu sein, aber ich habe mich schon gewundert, da zuschauen zu müssen, was da passiert in den Medien, weil das einfach so eine wichtige Weichenstellung war, die damals auf dem Spiel stand, wo es eben darum ging, müssen wir uns jetzt darauf vorbereiten, dass wir wieder Maßnahmen im nächsten Winter brauchen oder nicht. Und es hatte ja auch eine Konsequenz. Wir hatten 70.000 Tote in der Winterwelle am Ende vom Jahr 2020. Die hätte man zu großen Teilen vermeiden können, wenn man klarer orientiert gewesen wäre in der Öffentlichkeit, in der Politik. Und das war schon so ein Moment, wo ich dachte, naja, wir verspielen gerade all das, was wir in der ersten Welle geleistet haben. Die ganze Welt schaut auf Deutschland und schaut sich das deutsche Wunder in der ersten Welle an. So milde Maßnahmen, so wenig Tote. Mild deswegen, weil wir früh dran waren. Und dann wird über so einen Sommer, über so eine vielleicht Selbstvergessenheit, über das Platzieren von Meinungen in der Öffentlichkeit die gesamte wissenschaftliche Evidenz einfach vom Tisch gewischt. Dass das möglich ist, hat mich schon betroffen, muss ich sagen. Und es hatte eben tatsächlich sehr negative Auswirkungen. Und das einfach, glaube ich, weil man irgendwo auf einer, sagen wir mal, politisch-medialen Interaktionsfläche nicht mehr gesehen hat, dass es so etwas gibt wie Meinungen und dass es so etwas gibt wie Fakten und dass dazwischen ein großer Unterschied besteht und dass man einfach sich besser von den Personen lösen sollte, die Meinungen transportieren
und schauen sollte, wie die Fakten nun mal sind, also wie es ja, wie die Daten aussehen, also dass man diese Anstrengung doch mal auf sich nehmen muss. Ich habe das Gefühl, dass diese Anstrengung von ganz vielen Menschen an wichtigen Stellen einfach nicht unternommen wurde, dass sie sich einfach vielleicht so orientiert haben wie in politischen Debatten. Das ist ja der große Unterschied. Also in politischen Debatten, okay, da ist eine rechte und eine linke Partei, da ist eine wirtschaftsliberale Partei und man kann schon fast erwarten, wie da die Meinungspositionen sind, aber es sind Meinungen. Die kann man an einzelnen Personen oder auch an Parteien und anderen Gruppierungen festmachen, aber so ist das ja nicht in der Wissenschaft. Mhm. Und dieses bloße Erkennen, dass das bei wissenschaftlichen Fakten anders sich verhält, das hat damals gefehlt. Mhm. Sie haben in einem großen Interview im vergangenen Herbst mit der Zeit ja auf dieses Thema auch Bezug genommen, auch auf die Frage, im Herbst dann, wer weiß, ob die Impfung wirken wird, wie gut wird sie wirken, müssen wir uns sowieso alle infizieren und so weiter, und sagten, dass manche Medien da einfach einen persönlichen Konflikt konstruiert haben, anstatt sich mit den einzelnen Datenlagen auseinanderzusetzen. Im Rückblick, wie hätte man diesen gesellschaftlichen Diskurs, ja, der in die Muster von politischen Auseinandersetzungen dann zurückfiel, wie hätte man diesen politischen Diskurs besser gestalten können? Ich bin mir gar nicht sicher, ob das ein politischer Diskurs war. Ich habe fast das Gefühl, dass sich das eher auf der medialen Bühne abspielte und dass das dann in die Politik abgestrahlt hat und dass die Politik eher so Wahrnehmungsbrocken aus den Medien nimmt und die irgendwie versucht, gegeneinander zu halten und gegeneinander zu moderieren. Und ich glaube, da geht das Problem schon los. Wo ist die Quelle? Die Quelle können eigentlich nicht die breiten Publikumsmedien sein, denn dort wird ja, sagen wir mal, eine Diskongruenz von Meinungen auch befördert und inszeniert und auch durchaus zu einem Geschäft gemacht. Und da ist man, glaube ich, schlecht beraten. Und die Frage ist dann eher, welche Institutionen könnten sich wie verhalten, um besser die Botschaft in die Politik zu platzieren. Und wer muss eigentlich wen fragen? Also muss die Wissenschaft sagen auf dem Tablett, hier ist die Information, oder muss die Politik die Richtigen fragen und wer sind die Richtigen? Ich bin fast eher für das erste Modell. Ich bin fast eher dafür, dass die Organisationen der Wissenschaft versuchen, in einem bekannten, sagen wir mal, Bottom-up-Prozess die Meinung destillieren und sie der Politik ungefragt einfach zeigen, damit nicht diese Verwechslung stattfindet in der Politik, die einfach, glaube ich, auch, sagen wir mal, lässlich ist. Politiker sind nun mal letztendlich gewählte Bürger und die können ja nicht die Fachexpertise haben, sich die richtigen Experten zu identifizieren. Das müssen ja dann die Wissenschaftsorganisationen machen. Alina Büchs, wäre das auch deine Empfehlung für das Gespräch von Wissenschaft und Politik, diesen Prozess so zu organisieren, oder hättest du einen anderen Vorschlag? Also ich habe dafür sehr viel Sympathie. Wir haben ja wirklich gute Institutionen. Also ich finde es ganz wichtig, mal darauf hinzuweisen, dass zum Beispiel das RKI im Ausland als absolut vorbildliche Institution auch, was die Wissenschaftskommunikation anbelangt, besprochen wird. Und wir in Deutschland ja eine teilweise unglaublich toxische Debatte dazu hatten. Also um das mal zum RKI. Ja, um das mal zu kontrastieren. Nur als ein Beispiel. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Versionen, wie man jetzt sozusagen Wissenschaftsberatung, also wissenschaftliche Politikberatung organisieren kann. So wie das in der Pandemie gelaufen ist, so ein Mix aus den Institutionen, die es gab, die dann einfach irgendwie was gemacht haben, eingesprungen sind, einige ehrenamtlich, also ich sage, die STIKO zum Beispiel ist ja auch ehrenamtlich besetzt, die meisten Menschen kannten die Ständige Impfkommission vorher gar nicht. Die hat dann auf einmal eine große Rolle gespielt, der Ethikrat ebenso, wir sind auch ein ehrenamtlich besetztes Gremium, viele Fachgesellschaften sind ehrenamtlich besetzt, also auch da mal finde ich ein Hoch auf das Ehrenamt. Und die Ad-Hoc-Stellungnahme war etwas, was in der Geschwindigkeit vorkam, was es vorher so nicht gab. Was es so auch nicht gab, natürlich, da ist viel, viel, das erlaube ich mir jetzt einfach mal zu sagen, Positives passiert. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass das keine vorausschauende Vorbereitung bedeutet. Also das sind keine Strukturen, die darauf vorbereitet sind, ne? Die berühmte Resilienz,
schaffen können, dass man dann sofort die Expertise hat, die man braucht, sofort weiß, wie Christian gerade gesagt hat, die musste fragen. Ja, da gibt es den Konsens, das ist, sind diejenigen, die den State of the Art vertreten oder so. Und deshalb wird schon sehr intensiv darüber nachgedacht, ob man weitere Strukturen schafft. Also es gibt ja sehr viel, es gibt die wissenschaftlichen Beiräte und die Sachverständigenräte und so. Wir haben ja wirklich viel. Aber ob man vielleicht so etwas aufbaut, wie es das in England gibt, so ähnlich. Die haben eine Struktur, die einfach sehr groß ist, wo so eine Art Reservoir von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bereitsteht für Emergency-Situationen, also für Krisensituationen. So eine Art Krisen, wie würde man sagen, Krisenreserve. Ne, über sowas wird schon sehr intensiv nachgedacht und da muss ich ganz persönlich sagen, das ist, glaube ich, was uns so ein bisschen fehlt, weil wir diese Vernetzung ja auch noch dann brauchen zwischen diesen verschiedenen, teils ehrenamtlichen, teils nicht ehrenamtlichen Ideen, über die man mal nachdenken könnte. Jetzt haben wir den Vertreter auch der politischen Praxis. Ist das ein Modell, was sich gut eignen würde aus Ihrer Wahrnehmung oder hätten Sie ein anderes? Ich habe nicht das eine Modell. Ich glaube, also tatsächlich habe ich ja die besondere Situation, dass sagen ich Mitglied eines Senats war, der geleitet wurde von einem habilitierten Labormediziner. Insofern war sozusagen das Anargumentieren, das politische Anargumentieren gegen Fakten eine schwierige Aktion im Hamburger Senat. Insofern haben wir das auch gar nicht so sehr gemacht. Das hat, glaube ich, an einigen Stellen auch geholfen, weil Peter Tschentscher da Sachen, glaube ich, schneller durchdrungen hat als viele andere. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Ich glaube schon, dass man erstmal gucken muss, welche Expertise hat tatsächlich Politik. Und tatsächlich hat Politik nicht die Expertise und kann sie auch gar nicht haben, die beispielsweise die Virologie zu Beginn einer sagen, Pandemie hatte. Die Frage ist, sagen, sind wir in der Lage, die wesentlichen Informationen so zu verarbeiten und innerhalb der Gesamtsituation einer Gesellschaft so zu den anderen Aspekten in Beziehung zu setzen, dass wir in der Lage sind, eine Abwägungsentscheidung zu treffen, die rational und begründbar ist in die Öffentlichkeit. Das ist am Ende unsere Aufgabe und dann auch in der Lage sind, die so zu kommunizieren, dass sie eine Legitimation in der Öffentlichkeit entfaltet und durchsetzbar ist. Und da ist natürlich schon die Frage, wenn wir das machen wir momentan hier auf dem Panel auch noch so ein bisschen undifferenziert. Wir reden über die Wissenschaft oder über Wissenschaft. Wir haben maximal zwischen empirischer Wissenschaft und normativer Wissenschaft noch unterschieden. Aber wenn ich jetzt gerade in die Pandemiesituation hineingehe und in die verschiedenen Beratungskontexte, dann hat es schon einen großen Unterschied gemacht, ob ich mit einem sozusagen Mediziner oder einem Familiensoziologen gesprochen habe über die Frage, was ist jetzt das Richtige und welche Risiken habe ich auch. Insofern ist es natürlich schon eine Aufgabe der Politik, sich dann auch Gefäße zu bauen, die diese Perspektivenvielfalt, die sich aus unterschiedlichen Disziplinen dann ja auch ergibt, auch an einen Tisch springt und so guckt und zwar durchaus auch innerhalb einer Institution in einen Diskurs bringt. Das finde ich dann ja auch spannend. Also es war durchaus hochinteressant zu sehen, was passiert denn, wenn diese Positionen aufeinander knallen und diejenigen, die entwicklungspsychologisch auf Kinder gucken und was das mit denen macht und was das 3, 4, 5 Jahre später macht. Und wenn ich das in Klammern gesprochen mir momentan unsere Gesellschaft angucke und ihre Unfähigkeit mit bestimmten Themen momentan in der Öffentlichkeit umzugehen, dann habe ich das leise Gefühl, dass das auch was damit zu tun hat, dass wir über 3, 4 Jahre lang den öffentlichen Raum nicht in der Form als Gesellschaft zur Verfügung hatten, wie das vorher der Fall war und in andere Foren ausgewichen sind und da sozusagen auch sozialpsychologische Verwüstungen noch mit uns rumtragen, die wir noch nicht reflektiert haben. So, das ist ein anderer Kollateralschaden der Pandemie, den wir gerade gar nicht diskutieren, den wir irgendwie so hinnehmen als eine allgemeine gesellschaftliche Gestresstheit. Und insofern ist der Job der Politik tatsächlich, diese Perspektivenvielfalt aufzunehmen und trotzdem danach nicht dann da attentistisch zu sitzen und nicht zu wissen, was zu tun ist, sondern dann eine Entscheidung zu treffen, die Orientierung schafft. Und tatsächlich muss man dann, das war mir fast eher ein bisschen zu viel Verantwortung, die wir der Medizin vor allen Dingen aufgebürdet haben in einigen Phasen der, sozusagen der Pandemie, jetzt sagt uns, was wir tun sollen. Sagen, das war teilweise fast übergriffig, fand ich, weil man sich ein Stück weit entlasten wollte und sagen wollte, schreibt uns das auf, dann machen wir das. Das hatte fast so was Philosophenkönighaftes, was wir dann jemandem anderen überverantworten wollen würden. Das ist schon Aufgabe der Politik, diese allgemein verbindliche Entscheidung zu treffen. Unser Job ist es nur, die notwendigen Informationen dafür zu sammeln, heranzuholen und zu einer Entscheidung zu machen, weil ich hoffe, dass Politik nicht so ist, wie Christian Drosten sie eben ein bisschen karikiert hat, nach dem Muster, da haben die eine Meinung, die andere die andere Meinung und dann fechten sie das ein bisschen aus. Sondern ich glaube schon, mehrheitlich versuchen wir dann doch auf Fakten das zu gründen. Aber natürlich sehen wir die Fakten dann durch eine bestimmte normative Brille und die hat dann was mit einer bestimmten Blick auf eine Gesellschaft zu tun. Und das ist unser Job, sozusagen die Fakten zur Verfügung zu haben. Unbedingt, Alena Büchs, auch weil der Ethikrat natürlich das Thema Vulnerabilität thematisiert hat. Das, was Carsten Broster mit der Frage der Familiensoziologie auch meinte. Ja? Absolut, dazu wollte ich aber gar nichts sagen, sondern ganz kurz eben schnell unbedingt die Interdisziplinarität nochmal zu unterstreichen. Aber da ist mir eine Sache wichtig. Es gibt
ein bisschen, ich benutze das Wort, auch wenn es ein bisschen überstrapaziert ist, dieses Narrativ, es gibt dieses Narrativ, es wären nur die Virologen gehört worden. Nein. Haben Sie nicht gesagt, ist mir völlig klar. Aber man hört das ab und zu. Und das ist einfach falsch. Also das hat auch die Politik, über die wir ja auch nicht so pauschal reden dürfen, wirklich nicht gemacht. Also beispielsweise hat das Vorläuferministerium vom BMWK, also ne, Wirtschaftsministerium, die haben von Anfang an einen großen Kreis von Ökonominnen und Ökonomen gehabt, die sie immer und immer wieder beraten haben. Also es wird manchmal in manchen Ecken, den toxischeren Ecken der öffentlichen Debatte so getan, als wäre es eigentlich alles Christian gewesen. Ja, und also du warst schon sehr wichtig, lieber Christian. Aber so wichtig auch, nein, just kidding. Also, muss ja gleich was zu sagen. Ja, ja, natürlich. Aber das, ich möchte das nur noch mal sehr, sehr intensiv betonen. Erstens gab es das, aber zweitens haben Sie natürlich völlig recht. Das ist essentiell, weil nun mal eben jede Wissenschaft nur eine bestimmte Perspektive bieten kann. Und die müssen sich in einer so pluralen, komplexen Gesellschaft, wie wir das sind, in einer so schwierigen, durchgreifenden Situation, die alles, alles mitberührt, müssen die alle ja irgendwie miteinander vereint werden. Und das geht nur interdisziplinär. So, und jetzt noch das Zweite. Das ist überhaupt meine Take-Home-Message. Ich möchte noch was hinzufügen zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Nicht nur ist es so, uns fehlten sozusagen diese Räume eines Austausches, und das spüren wir jetzt noch. Wir haben alle miteinander eine absolut existenzielle, emotional tief verstörende Ausnahmesituation erlebt. Und ich weiß noch ganz genau, schon nach dem ersten Lockdown habe ich gedacht, ey, wir rennen rum, als wäre es nicht passiert. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Es war komplett irre. Ja? Und es war lange komplett irre. Immer wieder total irre. Und ich erinnere mich, ich bin in meiner absoluten Naivität im Sommer 21 rumgerannt und habe gesagt, wir müssen aufarbeiten, lernen, heilen. Das brauchen wir alles. Viel zu früh, weil viel zu früh, also naiv. Aber das haben wir nicht gemacht. Wir haben es nicht gemacht, weil wir es nicht wirklich machen konnten als Gesellschaft. Und vielleicht auch, weil es zu früh war oder zu schmerzhaft oder was auch immer, weil dann natürlich der Ukraine-Krieg kam, gleich die nächste existenzielle Krise, genau zu dem Zeitpunkt, als man dachte, jetzt können wir alle mal durchatmen. Und ich möchte das wirklich betonen, das fehlt uns zutiefst. Es gibt wunderbare Untersuchungen dazu. Ich möchte nur eine in den Raum werfen, Robert Lipton heißt er. Tolles Buch, Surviving Our Catastrophes, der sich sozusagen die Katastrophen der letzten Jahre und Jahrzehnte anschaut und einfach nachzeichnet, was das mit Gesellschaften macht, wenn nicht die Zeit da ist oder der Raum, so etwas mal ein bisschen gemeinsam aufzuarbeiten. Und ehrlich gesagt finde ich das deswegen auch wichtig, mal so etwas zu machen und hoffe darauf, dass wir, so unangenehm das Thema ist und so wenig Bock wir da alle drauf haben, auch gesellschaftlich, weil wir auch andere Sorgen haben, wir die Foren finden, irgendwie auch ein bisschen gemeinsam darüber zu sprechen, wie irrsinnig das eigentlich alles war. Denn das anzuerkennen, das fehlt uns halt eben auch. Und deswegen sind wir so gereizt und so belastet und so, ja, ab und zu halt auch ein bisschen drüber. Ein neues Bild von Wissenschaft, Fragezeichen, haben wir über diese Veranstaltung geschrieben. Welche Rolle kann denn Wissenschaft spielen bei diesem Heilungsprozess? Bin ich angesprochen, ja. Also, wir beide. Ich würde erstmal dem zustimmen. Also wir brauchen dringend so eine Nachbetrachtung, Nachbearbeitung. Ich würde mir wünschen, dass die organisiert einsetzt, sodass nicht bestimmte Stimmen aus dem Untergrund dieses Thema weiter kochen und für ihre Zwecke benutzen. Ich denke, da sind viele gefragt, die eine Stimme in der Öffentlichkeit haben und sollten sich daran beteiligen. Und dann kann natürlich die Wissenschaft auch da wieder eine Faktenlage bieten und vielleicht auch an Dinge erinnern, die in einem Diskurs auch verloren gehen. Also deutscher Diskurs, die Schädigung von Bildungsbiografien oder Sozialbiografien. Derselbe Diskurs in einem anderen Land. Wir hatten so viele Tote. Jede Familie hatte in der ersten Welle schon den ersten Toten und dann noch einen und noch einen. Können wir uns auf unsere Politik überhaupt noch verlassen? Was ist in der nächsten Pandemie? Wird das dann besser laufen? Wird die Politik uns schützen? Das ist die Diskussion in Italien und in England im Moment. Machen wir uns das doch mal klar und rechnen wir auch noch mal zurück. Diese sozialen Schädigungen hat es auch nach der spanischen Grippe gegeben. Da gab es kaum Lockdown-Maßnahmen und Videokonferenzen, sondern da gab es Tote und in jeder Familie.
Und die Frage ist natürlich, was hätte das an Schäden hinterlassen? Wir hätten uns sowieso zu Hause versteckt vor dieser Katastrophe. Wenn wir in der ersten Welle ein Viertel der Bevölkerung infiziert bekommen hätten, wie das vollkommen real durchzurechnen ist, und davon wären 1% gestorben, was wäre dann denn los gewesen? Fangen Sie mal an, das im Dreisatz auszurechnen. Wir haben 83 Millionen Leute in dieser Bevölkerung. Diese Zahlen sind real und die hätten wir gehabt, wenn wir nicht gegengesteuert hätten. Mehr kann die Wissenschaft und muss, glaube ich, auch die Wissenschaft, zumindest aus meinem Fach, jetzt nicht sagen, um nochmal zu erinnern an die Situation damals. Jetzt kann man natürlich auf die nächste Diskussionsebene gehen und sagen, wo im Detail hätte man denn anders agieren können? Und klar, die Wissenschaft hat das die ganze Zeit kommentiert. Vielleicht wurden die Kommentare überspitzt oder nicht gehört. Man hätte natürlich beispielsweise im Schulbereich weniger eingreifen können, dafür mehr im Homeoffice-Arbeitsstättenbereich. So war aber nun mal die politische Balance. Wir haben mehr an den Schulen gemacht, andere Länder haben mehr an den Arbeitsstätten gemacht. Okay, das kann man nachbetrachten. Auch dazu kann natürlich die Statistik wieder Projektionsrechnungen machen, was denn gewesen wäre, wenn man es anders gemacht hätte. Also Daten gibt es, nur die Wissenschaft kann ja diese Diskussion nicht im Alleingang betreiben. Und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass wir einen moderierten Prozess haben, der nicht skandalisiert, der keine Schuld zuschreibt. Also ich zitiere mich am Anfang der Pandemie, das ist eine Katastrophe und niemand ist hier erstmal an irgendwas schuld. Das war mir immer ganz wichtig zu sagen am Anfang. Und so sollten wir das auch durchhalten. Carsten Broster, in Ihrem Buch Zuversicht, da gibt es ein Motiv, das nennt sich Sagen, was sein könnte. Ist das ein Mittel, um den gesellschaftlichen Heilungsprozess zu befördern? Auf eine bestimmte Art ja. Also ich habe die Verwegenheit besessen, tatsächlich im Sommer 2020 versucht, ein Buch über die ersten Lehren der Pandemie zu schreiben, weil es eine irrige Annahme war. Nein, mir war es wichtig, ein paar Sachen festzuhalten. Ich habe das gerade in Vorbereitung zu dieser Veranstaltung nochmal gelesen und fand... Aber die Vorläufigkeit machen Sie auch deutlich. Die Vorläufigkeit ist extrem deutlich, aber mir ging es darum, wir haben während der ersten Pandemiephase in den ersten Wochen ein paar Diskussionen auf einmal begonnen, sehr grundsätzlich zu führen. Bevor wir angefangen haben, uns darüber aufzuregen, dass eine zweite und eine dritte Welle kommt und der ganze Quatsch viel länger dauert, als wir gedacht haben. Und mir schien es irgendwie wichtig zu sein, diese sagen 6-7 Themenstränge, die wir da hatten, mal zu markieren, weil das eigentlich alles offene Fragen sind, die schon vor der Pandemie da waren. Also diese berühmte Chiffre damals wie im Brennglas. Das sozusagen war ja jeder zweite Kommentar, hieß ja, wie im Brennglas sehen wir das. Und das ist bei ein paar Sachen üblich. Und sagen bis heute, wir haben, glaube ich, ganz viele Sachen, die wir seit Jahren als Gesellschaft mit uns rumschleppen, die durch die Corona-Pandemie nochmal eskaliert und katalysiert worden sind und mit denen wir jetzt trotzdem nicht umgehen, weil wir alle so erschöpft sind oder von der nächsten Krise so aufgefressen sind oder sagen, diese merkwürdige öffentliche Diskurssituation haben, dass wir immer nur ein Thema können in Deutschland, was ja auch so eine ganz besondere, sozusagen spektakuläre Geschichte ist. Ein Thema geht, das zweite Thema überfordert uns kognitiv und deswegen ist dann auch ein Thema auf einmal komplett weg. Ich wäre jetzt ehrlicherweise gar kein großer Fan, und insofern bin ich dankbar für die Frage nach dem Sagen, was sein könnte, einen großen gesellschaftlichen Aufarbeitungsprozess dessen, was wir gemacht haben, während der Pandemie zu machen. Das mag sinnvoll sein, wenn es mir um die Präventionspolitik geht, wenn es um die Frage geht, wie bereite ich mich auf künftige Pandemien vor. Wäre für mich aber eher ein Fachdiskurs. Mich interessiert mehr, wie wir als Gesellschaft momentan dastehen und wie wir damit umgehen, dass wir auf eine bestimmte Art so sind, wie wir jetzt sind. Und dann kann ich immer nur sagen, das hat was damit und damit und damit zu tun. Und meine These, dass wir gelernt haben in der Pandemie, übrigens unabhängig von den Maßnahmen, den anderen auf einmal als Bedrohung zu sehen und nicht als Bereicherung des eigenen Lebens, ist etwas, das ist in uns drin. Der andere trägt eine Gefahr in sich. Sozusagen, das ist ja, das haben wir mitgenommen. Das wäre aber unabhängig von sozusagen Lockdown oder nicht ein Thema gewesen, dann hätte er mich halt noch mehr angesteckt. Aber die Frage, wie bauen wir uns als Gesellschaft so, dass wir überlegen können, wie kommen wir aus diesen Krisenspiralen raus und wie entwickeln wir die Fantasie, das besser zu machen, als wir es momentan tun, ist ehrlicherweise das, was mich am meisten umtreibt. Und das betrifft Politik, das betrifft Gesellschaft, das betrifft Wissenschaft, das betrifft Kultur. Also wie bauen wir quasi Wissenssysteme, in denen wir methodengestütztes Wissen, Erfahrungswissen, kreatives, spekulatives Wissen so zusammenbringen in dem jeweiligen Eigenwert, den es hat, dass wir als Gesellschaft uns mal Gedanken machen darüber, wie wir eigentlich morgen und übermorgen leben wollen. Weil sozusagen diese ultimative Krise am Ende, mit der wir ja gar nichts zu tun haben, also momentan, sagen, wie sichern wir eigentlich, dass der Planet in 20 Jahren noch da ist, ist da ja auch noch immer so überwölbend über allem und hat jetzt gar nichts mit der Unmittelbarkeit zu tun. Und die spannendste Zahl, über die ich da in den letzten Monaten gestolpert bin, stammt von 2018, also vor der Corona-Krise und vor dem Ukraine-Krieg und vor dem Hamas-Angriff auf Israel.
Da sind die 15-Jährigen gefragt worden in der PISA-Studie, ob sie eigentlich glauben, dass sie mit ihrem eigenen Handeln was an den Problemen der Welt ändern können. 2018, 15-Jährige. Der Wert für Deutschland war 40,9% Zustimmung zu dieser Zahl. Das ist der geringste Wert unter allen Ländern, in denen diese Frage gestellt worden ist. Und das sind alle OECD-Staaten. Portugal als höchster europäischer Wert 76%, höchster weltweiter Wert in Taiwan über 80%. So, und das ist das, was mir Sorge macht. Eine Gesellschaft, in der offensichtlich schon die 15-Jährigen mehrheitlich nicht glauben, dass sie was ändern können. Und diese Frage von Wirksamkeit des eigenen Handelns in einer Gesellschaft, das ist das, was, glaube ich, durchaus beschädigt worden ist, auch während der Pandemie, weil sozusagen bestimmte Dinge nicht gingen. Und das müssen wir ganz dringend rekreieren. Insofern würde ich mir lieber den Diskurs wünschen nach vorne. Wo wollen wir denn hin? Als den Retrospektiven, was haben wir denn falsch gemacht? Den brauche ich auch. Aber eigentlich müssen wir nach vorne gucken, weil sonst verhaken wir uns, glaube ich, wieder ganz, ganz böse. Alena Büchs. Ja, ganz kurz noch nicht, dass wir uns missverstehen. Und Christian hat darauf hingewiesen, so die Rückschau mit der Suche nach Schuldigen, ja, und was war alles schlecht, die hat wirklich Grenzen. Also da bin ich, das habe ich auch schon öffentlich gesagt, das ist jetzt keine große Überraschung. Aber es gibt, ich meinte eher diese emotionale Betrachtung, die in meiner Wahrnehmung so gut wie gar nicht bisher erfolgt ist. Und da gibt es schöne Beispiele. Das kann man auch auf einer sehr symbolischen Art und Weise machen. Also rechts der Isar ist mein Universitätsklinikum und da haben wir einfach eine kleine Ecke eingerichtet. Gibt es eine Ausstellung von einer Künstlerin, die aus dieser Zeit Impressionen gesammelt hat. Und das ist sehr schön plastisch dargestellt. Da kann jeder und jede, der im Krankenhaus ist, da einfach mal vorbeigehen. Das ist ein Danke-Sagen den Beteiligten im Haus tatsächlich, also auch sehr aktiv, so ist es auch gedacht. Aber es ist auch ein Ort des Sich-Erinnerns, des Sich-Befassens. Und sowas finde ich einfach hilfreich. Ich glaube, sowas fehlt uns tatsächlich. Und jetzt würde ich gerne noch einmal auf deine Frage, neues Bild von Wissenschaft. Sie haben es erwähnt, die richtig großen Krisen, also Biodiversität, Klimawandel und so weiter und so fort, kommen ja unweigerlich. Und deswegen glaube ich schon, dass wir ein neues Bild oder ein neues Verständnis von Wissenschaft haben könnten. Und ich würde ein bisschen weiter gehen als Christian Drosten hier, aber das überrascht nicht, weil ich natürlich Normwissenschaftlerin bin, die sich Gedanken darüber macht, wie man in der Gesellschaft miteinander gut lebt und wie wir leben sollten sogar, also auch das noch. sorry, Ethikerin, Berufskrankheit. Und ich glaube, das ist was ganz Einfaches, dass wir alle verstanden haben, dass wir aus der Wissenschaft schon eine wichtige gesellschaftliche Verantwortung haben. Und das bedeutet nicht jeder und jede einzelne Wissenschaftlerin, weil wir reden ja hier heute auch über Expertise unter Druck. Es gibt eben auch negative Seiten davon, sich mit gesellschaftlich relevanten Fragen zu beschäftigen oder gar in die Gesellschaft hineinzugehen und dort Wissenschaft vorzustellen und zu diskutieren. Aber als Wissenschaft sind wir öffentlich gefördert an den Universitäten und sind wir Teil dieser Gesellschaft. Und deswegen würde ich immer argumentieren und bin, weiß Gott, nicht die Einzige, und das ist auch eine olle Kamelle, also auch nichts Neues, dass wir als Wissenschaftssystem die Verantwortung haben, unsere Ausbildung, unser Wissen, die Ressourcen, die wir haben, in den Dienst, auch in den Dienst zu stellen, also nicht nur, bitte nicht missverstehen, aber auch in den Dienst zu stellen, dieser Krisen, die uns ansonsten dahin führen werden, dass wir alle gar keine Wissenschaft mehr machen können. Und deswegen glaube ich, war die Pandemie eine wesentliche Lernerfahrung. Ich nehme übrigens auch wahr, dass die jetzigen Krisen, also Energie und Krieg, Antisemitismus, all die Fürchterlichkeiten, die uns täglich umtreiben, auch wissenschaftlich begleitet werden. Und meine Wahrnehmung ist da eine positive. Also ich sehe Lerneffekte sowohl bei den Kolleginnen und Kollegen, die das heute machen. Ich habe das Gefühl, die fangen ganz woanders an, als wir angefangen haben. Und ich sehe durchaus eben, also da ist eine stärkere Durchdringung entstanden. Die, glaube ich, ist wirklich sichtbar. Und das ist was ganz, ganz Positives. Und weil ich ja unverbesserliche Optimistin bin, glaube ich deswegen, dass wir da eigentlich auf einem ganz guten Weg sind. Ich finde das einen sehr guten Punkt, weil er nochmal belegt, warum das Wort vom Paradigmenwechsel, was sonst im öffentlichen Reden tatsächlich wahnsinnig viel benutzt wird, ja vielleicht auf diese Situation tatsächlich gilt, dass Wissenschaft sich einfach verändert und sich auch verändern
kann. Und wenn wir hier einig sind, dass wir mit einem unverbesserlichen Optimismus vielleicht rausgehen wollen, bevor ich dann gerne auf Sie mit Ihren Fragen noch zukommen möchte. Ich hatte versprochen, noch auf den Satz von Christian Drosten ganz zu Beginn zur Frage, was können Universitäten tun, auch bei Wissenschaftskommunikation nochmal zurückzukommen. Daher, wenn wir Gelingensbedingungen schaffen wollen an Institutionen des Lehrens und Lernens und Forschens, dass das gelingt, was Alena Büx skizziert hat, was müssen wir dann eigentlich dafür schaffen? Wir haben heute schon an diesem Tag sehr viel diskutiert an rechtlichen, an psychologischen, an kommunikativen, auch an präventiven Voraussetzungen. Was wären die zwei, drei Dinge, die Sie sich in jedem Fall wünschen würden, Christian Drosten? Also ich glaube, innerhalb der Wissenschaft müsste man sich in einem Prozess nochmal vergegenwärtigen und deutlicher machen, dass eben dieses Weitergeben von Informationen an die Gesellschaft eine wichtige Wissenschaftsfunktion ist, ohne dass man das jetzt auf eine triviale Ebene bekommt, ohne dass man das auch jetzt an persönlichen Leistungen oder ähnlichen Dingen festmacht. Aber ich glaube, die Wissenschaft sollte insgesamt sich klarer machen, dass sie einfach steuerfinanziert ist und der Steuerzahler irgendwas davon direkt zurückspüren muss. Das können nicht alle Disziplinen auf die gleiche Art und Weise leisten. Aber diejenigen, die es leisten können, sollten das auch, finde ich. Und gut, jetzt gibt es Bewertungssysteme in der Wissenschaft, die könnte man auf sowas ein bisschen anpassen. Das ist nicht ein einfacher Prozess. Denn es lässt sich nicht alles unter einen Hut bringen. Also jemand, der wirklich oder die wirklich jetzt in diese Öffentlichkeit geht, kann praktisch keine gute Forschungsleistung mehr bringen. Das ist kaum mehr zu vereinbaren, weil einfach die Konkurrenz in der Forschung groß ist, weil das einfach ein Fulltime-Job ist und mehr als ein Fulltime-Job, gute Forschung zu machen. Da ist schon eben die Frage, wie moderiert man eigentlich diese Arbeitsteilung, zum Beispiel auch innerhalb eines Fachs? Also wie erkennt man das an, dass manche Leute nicht an der vordersten Front der Forschung sind, dafür aber gute Kommunikation machen? Ist das auch was wert? Wenn ja, wie viel? Wie skaliert man sowas? Das sind, glaube ich, so interessante Fragen, die innerhalb der Wissenschaft mal behandelt werden müssten. Alena Büx, was sind die zwei Dinge, die das Wissenschaftssystem implementieren sollte? Ich habe gerade übrigens scherzhaft gestikuliert, weil natürlich Forschungstätigkeiten sehr unterschiedlich sind in den unterschiedlichen Fächern und nicht alle sozusagen stundenlang im Labor stehen. Ne? Also es gibt schon Vereinbarkeiten in anderen Fächern, das ist mir wichtig zu betonen. Ich glaube, das eine ist, dass man einen Lernprozess durchläuft, gerade für jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also ich stimme Christian in allem zu, was er gesagt hat, mit dieser winzigen Differenzierung. Und zusätzlich, glaube ich, müssten wir dann noch jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die hineinwachsen, weil die ja auch diese Metrik, die Christian gerade erwähnt hat, ne? Also bei uns geht es eben eher um Impact-Faktoren, es geht um Forschungsgelder, ne? die Anträge, die man schreibt, und es geht um die Publikationen und so weiter und eher nicht so sehr darum, dass man öffentlich kommuniziert. Das heißt, man muss seine jungen Leute vorbereiten auf dieses System, und wenn sich die Metriken verschieben, kann man das mitnehmen, aber wenn nicht, dann kann man da ja trotzdem auch ausbilden. Die Universitäten sind da besser geworden. Das beinhaltet auch, dass man die dunklen Seiten der Wissenschaftskommunikation durchaus mitdenkt. Da haben wir heute hier am Tag wirklich auch ganz viele, also nochmal Optimismus, ganz viele tolle Beispiele gesehen, was noch skaliert werden muss und wo es noch mehr geben sollte. Aber es gibt wirklich wunderbare Instrumente, um da zu unterstützen und zu verbessern. Also das ist das eine, die Jüngeren in diese Richtung stärker ausbilden. Und das andere, was ich mir wirklich, wirklich wünschen würde, ist, dass wir alle gemeinsam, und das müssen Sie der Ethikratsvorsitzenden, die ich ein paar Monate noch bin, einfach verzeihen, dass wir als Zivilgesellschaft uns darauf besinnen, wenn die Wissenschaft Skepsis um sich greift, dann geht uns die Demokratie in die Binsen. Das ist eine Grundfeste der Aufklärung. Wenn wir der Wissenschaft, und ich sage das jetzt extra so pathetisch und pauschal, wenn wir der Wissenschaft, der wissenschaftlichen Methode, Falsifizierung, Rationalitätskriterien, das ist Standard in fast allen Fächern, wenn wir dem nicht mehr glauben, fallen wir zurück in Aberglaube.
und wir fallen zurück hinter das, was uns die Aufklärung gebracht hat. Und Menschen, die abergläubisch sind, Menschen, die das nicht mehr, die dem nicht mehr vertrauen, sind so anfällig für alles. Ja? Für Populismus, für Extremismus, für Faschismus. Und ich finde gerade... Sorry, ich muss sein. Take-home-Message. Und ich finde, gerade in der heutigen Zeit ist das eine Aufgabe nicht nur hier von uns, die wir hier sitzen, sondern von allen, uns bewusst zu machen, wie wichtig und wesentlich das ist, dass wir diesen Grundkonsens nicht verlieren. Und das ist wirklich was für alle. Das ist was für Zivilgesellschaft und natürlich für die professionellen Akteurinnen und Akteure, die das machen. Aber es ist auch was für Sie. Sorry. Ist so. Der letzte Punkt an Carsten Broster. Sie denken ja viel über die Zuversicht der Vernunft und die Vernunft der Zuversicht nach. Was soll aus Ihrer Sicht die Wissenschaft dazu beitragen, die zwei Punkte? Na, da ist gerade eben schon viel genannt worden. Und wir leben ja tatsächlich in einer Gesellschaft, in der wir momentan sehen, dass es sozusagen Mechanismen gibt, in denen man versucht, Einfachheit für das eigene Leben und Orientierung dadurch herzustellen, dass man in so einen quasi vorgesellschaftlichen Naturzustand zurückkehren will. Entweder dadurch, dass man sozusagen sagt, das wird man doch wohl noch mal sagen dürfen, unabhängig sozusagen von den Aushandlungsmechanismen, die wir als Gesellschaft mal entwickelt haben, um Wahrheiten miteinander zu normieren. Sozusagen man sucht die Wahrheit wieder in sich selbst und nicht zwischen den Vernünftigen im Gespräch. Oder dass man in so einer Form von Hypermoralisierung der Meinung ist, man kann jetzt mal was durch schlichtes Meinen und Behaupten so festschreiben und durch Wiederholen, dass es schon stimmt. Und ich glaube, da sagen, muss uns Wissenschaft dabei helfen. Und deswegen bin ich für die Intervention sehr dankbar, damit anders umzugehen. Ich würde mir zwei Dinge wünschen tatsächlich. Das eine ist, dass Wissenschaft, das ist im Prinzip aber auch schon gesagt worden, dass Wissenschaft sich mit hineinbegibt in ihre eigene Forschungsarbeit, sozusagen daran uns nicht nur, ich habe das mal an meiner eigenen Wissenschaft, ich bin Kommunikationswissenschaftler, ich habe mich mal sehr unbeliebt gemacht, weil ich einen Festvortrag bei der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft halten musste. Und denen im Saal gesagt habe, ich würde mir wünschen, dass ihr ein bisschen mehr so wert wie die Ingenieurswissenschaft, die, wenn ein Flugzeug abstürzt, danach sich in die Forschung dabei begibt, wie das nächste Flugzeug, das startet, in der Luft bleibt und uns nicht nur demnächst den Aufsatz reinreicht, indem ihr uns sagt, warum unsere öffentliche demokratische Kommunikation wieder schiefgegangen ist. Also ein gemeinsam miteinander daran arbeiten, wie man es hinbekommen kann, wenn man sagt, man bewegt sich in einem demokratischen Gesamtkosmos, fände ich als Wissenschaft sozusagen durchaus sinnvoll und glaube auch vereinbar mit sozusagen wissenschaftsethischen Kriterien und vor allen Dingen auch sozusagen mit einem methodengestützten wissenschaftlichen Arbeiten. Das widerspricht sich, glaube ich, viel weniger, als wir es manchmal haben. Und ich habe in meinem eigenen Fach immer gegen den Satz einer sozusagen Habilitationsschrift, die bei uns sehr sozusagen prägend war, angeschrieben, in dem so nüchtern drin stand, Wissenschaft beantwortet ausschließlich wissenschaftliche Fragen. Wo ich sagte, wenn ihr das nur tut, dann brauchen wir euch irgendwann gesellschaftlich nicht mehr. Ich verstehe, was methodisch damit gemeint ist, aber es springt trotzdem an einer entscheidenden Stelle zu kurz. Das wäre das eine. Und das zweite wäre, dass ich mir tatsächlich wünschen würde, aber das würde jetzt ein völlig neues Fass aufmachen, auch in der Frage Wissenschaftsfinanzierung und wie organisieren wir das eigentlich, dass man sich größere Räume zum Denken nimmt in der Wissenschaft. Ich habe manchmal das Gefühl, und das fängt schon bei den sozusagen Promovierenden an, die wir sozusagen im Rahmen von DFG-Forschungsbereichen sozusagen auf das kleine Kästchen, das sie ausmalen müssen, von Anfang an loslassen und Menschen, die am Anfang sagen, ich habe ein intrinsisches Interesse, was zu durchdringen. Das nicht zu machen, also vielleicht auch da wieder biografisch. Ich habe versucht, in meiner eigenen Diss die Kommunikationstheorie von Habermas in eine Journalismustheorie umzuschreiben. Das war an der Uni nicht zu machen. Also insofern bin ich rausgegangen, habe das quasi berufsbegleitend gemacht, was total gaga ist eigentlich, ehrlicherweise. Aber es war eine Frage, von der hat Wissenschaft gesagt, das ist viel zu groß, das will. Du hast jetzt auch noch Ethik. Du sagst, bist du irre, wir machen Systemtheorie und wir machen das funktional. Und sozusagen, ich glaube, dieses auch sozusagen große Räume zuzulassen, in denen man größer denken kann, ist etwas, was uns echt fehlt momentan und was das Wissenschaftssystem sich selbst an den Stellen, an denen es das könnte, manchmal fast manisch abtrainiert, weil es glaubt, dass es dann nicht mehr in die Bewertungskriterien passt, wo ich am Ende in einem Berufungsverfahren eine Zitationsindexzahl vorweisen können muss, mit der ich dann tatsächlich den Ruf kriege. Und wenn wir das nicht abschaffen, dann bornieren wir uns an der Stelle, an der wir am freiesten denken können als Gesellschaft selber. Und ich hoffe, dass wir das abschaffen, also uns hinter uns lassen sozusagen. Sorry. Vielen herzlichen Dank. Das war ein ganz, ganz reiches Gespräch, in das ich Sie gerne jetzt noch hier im Saal in der Bruxelles Law School mit einbinden möchte. Ich habe schon gleich 5 Hände gesehen entsprechend. Wir haben Kolleginnen und Kollegen mit Mikrofonen, die auf Sie zukommen. Wir haben sowohl Zeit für die wissenschaftlichen als auch die nicht wissenschaftlichen Fragen, als auch für die ganz großen Räume. Die erste war, glaube ich, Ulrike Beisig und dann habe ich Julia Wand gesehen. Und bitte...
Die drei Regeln, die ich benannt habe, stellen sich vor, fassen sich kurz und beenden Sie Ihre Frage mit einem Fragezeichen. Vielen Dank. Mein Name ist Ulrike Beisiegel, wie schon gesagt. Ich bin Wissenschaftlerin und war lange Präsidentin einer Hochschule, einer Universität. Meine Frage ist an das ganze Plenum eigentlich. Wir haben gerade von den Räumen fürs Denken gehört und den Räumen für die Diskussion. Wir haben immer über die Wissenschaft und über die Wissenschaftlerin oder den Wissenschaftler, der gefragt wird, gesprochen. Meine Frage an Sie ist eigentlich schlicht die, welche Rolle haben Sie erlebt in dieser Pandemiephase oder welche Rolle würden Sie, Herr Broska, den Hochschulen denn dazu sprechen? Weil wir immer von der Wissenschaft und die Hochschulen sind mehr als Wissenschaft, die sind nämlich Bildungseinrichtungen und sind zuständig für die nächsten Generationen, die dann vielleicht hier sitzen. Das würde mich sehr interessieren. Sind Sie von Ihren Institutionen, also Universitäten oder Charité, unterstützt worden und wie sehen Sie das, Herr Broster? Ja, vielen herzlichen Dank. Ganz kurz, ich habe das große Glück, mit der TU München sehr viel Unterstützung einfach für all das Zeug, was ich da so mache, bekommen zu haben, auch tatsächlich in der Pandemie. Die TU München war extrem schnell darin, Hybrid- und digitalen Unterricht für die Studierenden bereitzustellen, aber hat genau die gleichen Herausforderungen trotzdem gehabt, je länger die Pandemie lief. Wie lange soll man das anbieten? Wie macht man das mit den Prüfungsformaten und so weiter und so fort? Also die Herausforderung hatten wir auch, aber sehr positives Urteil über meine eigene Institution. Was ich glaube, was wir ein bisschen zu wenig gesehen haben in der Pandemie, das gilt insgesamt auch für andere Institutionen, aber auch für die Universitäten und Hochschulen. Es hat unglaublich viel gute Aktivität gegeben, die man, das gebe ich jetzt Herrn Broster so ein Stück weit mit, die man besser hätte noch abholen können. Wahnsinnig viele gute Vorschläge. Also ich kann mich erinnern, wir haben über Konzepte nachgedacht, wie kriegen wir unsere Medizinstudierenden noch irgendwie auf Station und sozusagen unterrichtet, weil die konnte man nicht zu Hause lassen. Ja, Mediziner müssen ja praktisch lernen, es geht ja gar nicht anders. Und die Konzepte dafür, die waren echt tipptopp, die waren absolut spitzenmäßig. Die hätte man eigentlich ausrollen müssen, überall. Hätte man auch in anderen Fächern nutzen können. Und Universitäten sind ja solche Denkmaschinen. Also ich meine, das ist ja der Sinn und Zweck der ganzen Übung. Da hätte ich mir sehr viel mehr gewünscht, dass das zum Beispiel in politischen Entscheidungsprozessen stärker abgeholt wird, weil ich auch weiß, dass es da Initiativen natürlich gab, die gesagt haben, guck mal, wir haben hier diese Idee, wie man das alles so und so organisieren könnte. Also ich glaube, die Universitäten und Hochschulen, und das gilt aber auch für Schulen bis hin zu Kitas und ganz viele andere. Ich habe einige der besten Hygienekonzepte, die waren selbst gemacht. Ja, also, die waren alle selbst gemacht, okay, fair enough. Aber du weißt, was ich meine. Ja? Also es gab wirklich, ich habe Unternehmen kennengelernt, die das so genial aufgegleist haben. Und ganz am Anfang gab es so Sachen wie Hackathons und sowas. Ja, da gab es mal so Aktivität, komm, wir holen uns die Ideen aus der Zivilgesellschaft. Und das hat abgenommen. Und das wäre meine Botschaft tatsächlich an die Politik, da noch mehr abzuholen, insbesondere aus Unis und Hochschulen. Herr Drosten, ganz kurz, wie haben Sie es erlebt? Ja, also ich kann sagen, die Charité hat mich total unterstützt und ich hatte immer das Gefühl, Rückendeckung zu haben. Ich hatte das Gefühl, dass das geschätzt wird, was ich mache in der Öffentlichkeit. Ich weiß von manchen Kolleginnen und Kollegen, dass das nicht so war bei ihren Hochschulen, die sich also eher da auf ihr eigenes Rederecht berufen mussten. Ich weiß auch, die Fälle sind zum Teil ja auch öffentlich bekannt, dass Hochschulleitungen mit der Kommunikation einzelner ihrer Mitglieder gar nicht einverstanden waren und dann auch gegen die vorgegangen sind. Also es ist sehr heterogen und diese Heterogenität braucht, glaube ich, jetzt eine Auswertung. Also es wäre interessant, wenn Hochschulen mal beginnen würden, das in der Rückschau zu betrachten. Hat uns das eigentlich was genützt, dass da diese Figur war in unseren Reihen, die sich in der Öffentlichkeit präsentiert hat und was gesagt hat? War das gut für uns oder schlecht? Hat das unser Renommee gesteigert oder haben wir uns blamiert? Was kann man noch so denken, was da für Effekte stattgefunden haben? Ja, Julia Wand, Mitinitiatorin des Psychum Supportes, einer Unterstützungseinrichtung bei Angriffen in der Wissenschaft und Universität Freiburg. Meine Frage schließt genau an das an, was Sie gerade gesagt haben, Herr Drosten. Sie haben lange am Anfang auf dem Podium drüber gesprochen, über das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik. Muss man nicht von Anfang an über die Trias Wissenschaft, Politik und Kommunikation sprechen? Weil all das, was Sie gemacht haben, ist
Kommunikation über Wissenschaft, Wissenschaftskommunikation. Sie haben viel darüber gesprochen und auch auf die Frage, was die Wissenschaft beitragen kann. Da könnte man ja auch, und Sie haben es eben auch gemacht, Herr Broster, über die Kommunikationswissenschaft sprechen, weil ich glaube, die Kommunikationswissenschaft wäre jetzt auch sehr gut geeignet, wenn man fragt, welche Wissenschaft kann jetzt eigentlich bei der Aufarbeitung helfen. Also warum erweitern wir beim nächsten Mal nicht direkt auf diese Trias? Lena Büchs und Carsten Broster vielleicht dazu, oder? Also ich glaube tatsächlich, ich bin mit der Kommunikationswissenschaft bin ich immer noch so ein bisschen skeptisch, weil sie, glaube ich, noch nicht genau weiß, was sie eigentlich machen will, wenn ich es jetzt mal ganz vorsichtig sagen will. Sie ist mir noch zu sehr in einem Empirizismus, sozusagen, der manchmal fast karikaturhaft endet. Aber das sozusagen darf ich über meine eigene Wissenschaft sagen. Was ich mir wünschen würde, wäre, und da sind dann tatsächlich sozusagen eben auch Ethiker und Soziologinnen und Soziologen gefragt, wir brauchen, glaube ich, einen neuen Zugriff darauf oder ein gesellschaftliches Verständnis davon, was eigentlich Öffentlichkeit in unserer Demokratie heutzutage bedeutet und bei welchen sozusagen Kriterien sie funktioniert. Und die Frage, was ist eine Ethik des Öffentlichen, ist für mich sozusagen nicht erst seit der Pandemie schon, sondern deutlich länger ein Desiderat. Und wir haben darauf tatsächlich wir rekurrieren immer noch auf Habermas, sozusagen an dieser Stelle, und der Strukturwandel der Öffentlichkeit ist jetzt auch schon über ein halbes Jahrhundert alt und sozusagen alle Aktualisierungen sagen auch mindestens 30 Jahre, wenn ich das mal genau nehme, und seitdem ist eigentlich keine zwingende Theorie des Öffentlichen sozusagen entstanden, die wir dann auch praktisch umsetzen können, und das ist ein Problem angesichts der sozusagen der Verwägung, die wir haben, und das hat dann am Ende Konsequenzen ein bisschen zu der Frage, wie gehen wir als Demokratie eigentlich mit den Kernressourcen um, die wir brauchen, um Verständigungsprozesse zu organisieren. Insofern ja, dieser Rat sehe ich, aber es ist nicht Kommunikation im engeren, sondern tatsächlich der soziale Raum des Öffentlichen in einer Demokratie, den wir, glaube ich, dringend uns so angucken müssen, dass wir ihn nicht weiter beschädigen durch unreflektiertes Handeln, wie wir es momentan vielfach oft genug fast geistlos tun. Also wir taumeln durch eine Veränderung der kommunikativen Infrastruktur unserer Gesellschaft, wie das noch nie vorher der Fall war. Als wir Kabelfernsehen eingeführt haben, haben wir vorher 10 Jahre Begleitforschung gemacht. Da gibt es eine regalmeterweise sozusagen Bände zu den Kabelpilotprojekten. Sagen, jetzt bauen wir die komplette kommunikative Infrastruktur unserer Gesellschaft um, das passiert so. Und sagen wir, die Politik entdeckt das so, wenn es entweder Alltagsphänomen oder schon wieder vorbei ist. Und dann werden wir hektisch. Und das ist irgendwie sehr, sehr anstrengend, wenn ich ehrlich bin. Alina Büchs, machen wir eine Trias aus dem Duo Politik und Wissenschaft? Ich würde ja immer denken, dass Kommunikation zur Wissenschaft schon dazugehört bzw. gehören sollte. Aber ich höre, was Sie sagen. Ich glaube, das ist ja positiv gesprochen einer, wie ich finde, durchaus der Effekte, den wir jetzt gesehen haben in den letzten 1-2 Jahren. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung, dass sich da etwas durchaus verbessert hat. Ich möchte dann auch noch eine Lanze brechen, wenn wir schon über Kommunikation reden. Wir haben auch noch eine weitere Lücke, nämlich die Verhaltenswissenschaften. Also ich glaube, das ist auch allen klar, dass wir, wenn wir jetzt auf die Pandemie schauen, ein Stück weit doch ein Defizit hatten darin zu überlegen, wie können sozusagen Maßnahmen wissenschaftlich fundiert so entwickelt werden, die dann auch gesellschaftlich umgesetzt und akzeptiert werden. Also den Teil der Reise. Da gibt es auch, und ich sage das deswegen, weil es wunderbare Verhaltenswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland gibt, Conny Beetsch in Erfurt beispielsweise, die Cosmos-Studie gemacht hat, eine der wertvollsten Studien, die wir überhaupt hatten in dieser ganzen Zeit, nicht medizinischen, wahnsinnig wertvollen Studien, und die eben herausgearbeitet hat, dass es da wirklich so eine Lücke gegeben hat. Also ich glaube, das ist auch noch ein weiterer Bereich, den wir brauchen. Aber ansonsten könnte ich Ihnen, Herr Broster, gar nicht stark genug zustimmen zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Wir sind als Gesellschaften wirklich, also wir haben das mit den sozialen Medien irgendwie so, das ist so passiert und jetzt kracht uns das voll um die Ohren und hat unglaubliche Effekte. Wir haben vom Ethikrat, ganz kurzer Werbeblock, ja eine Stellungnahme gemacht zur künstlichen Intelligenz, wo wir uns auch mit öffentlicher Meinungsbildung und digitalen Plattformen beschäftigen und wir sagen da einfach absolute No-Brainer. Und unter anderem eben könnten wir, wenn jetzt das alles auch noch durch die Algorithmen, die Fake News und Manipulationen wirklich noch weiter auf die Spitze treiben werden, ne? Papst in der Downjacke und so weiter, kennen Sie alles. Also können wir wenigstens dann nicht den Fehler begehen, dass uns das einfach so passiert und wir da eine etwas nach vorne gerichtete Diskussion führen. Und auch da als Optimistin möchte ich sagen, das sehe ich passiert. Ja. Also zumindest haben wir dabei auch was draus gelernt. Also da taumeln wir jetzt nicht ganz so hinein, wie wir das jetzt die letzten 10, 15, 20 Jahre bei den sozialen Medien erlebt haben. Cordula Kleid.
Ja, Cordula Kleid, ich leite das Referat Wissenschaftskommunikation im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und wir haben ja auch parallel zu der Pandemie die Factory Viscom gehabt, wo es eben auch um die Verbesserung produktiver Austauschbeziehungen zwischen Wissenschaft, Politik, Medien und Gesellschaft eben auch geht. Und wir haben ja auch gehört, was es für einen Clash of Civilizations in dieser Zeit eben auch ging und wie wichtig es ist, auch die verschiedenen Systemlogiken zu verstehen. Und was mich jetzt auch vielleicht an Christian Drosten gerichtet, aber auch an die anderen interessieren würde, aber jetzt zum Coronavirus-Update. Corinna Hennig ist ja auch hier. Es gab ja auch ganz viele Fragen auch der Hörerinnen und Hörer. Es hat ja auch ein bisschen was von Lagerfeuer der Nation. Aber waren die Fragen der Hörerinnen und Hörer oder auch die Fragen der Wissenschaftsjournalistin auch hilfreich? Hat das neue Forschungsfragen mitunter auch generiert oder Dinge in den Fokus gerückt, auf die Sie vielleicht durch diesen Austausch, durch dieses Gespräch vielleicht gar nicht gekommen wären? Also ich würde sagen, die Publikumsfragen in der Moderation durch die Journalistinnen, die waren es dann schon, die, sagen wir, Gedanken stimuliert haben. Ich würde nicht sagen, dass man deswegen immer gleich neue Forschungsprojekte gestartet hat, aber das war ja sowieso eben dieses Format, ne, das so ein bisschen davon lebte, dass es einerseits eben diese vielen Bedürfnisse aufgriff, ohne jetzt Service-Journalismus zu machen. Also da habe ich mich immer ein bisschen gesträubt. Also Corinna sitzt ja hier im Saal, Corinna Hennig, die wird sich noch daran erinnern, dass ich immer gesagt habe, nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Aber sie hat das eben dann so einmoderiert, dass sie dann doch so ein ganzes Paket von Fragen gleich umfasst hat. Und da konnte man dann doch wieder ganz gut mit umgehen. Und das war, glaube ich, was dieses Format auch ausgemacht hat. Also ich glaube nicht, dass jetzt, wie das viele Leute übrigens immer noch sagen, das hat mir so durch die Pandemie geholfen, dass das jetzt daher kam, dass man dadurch für sich besser, sagen wir mal, eine Übersicht über die harten wissenschaftlichen Fakten gewann und wirklich so eingestiegen ist, sondern es war einfach so diese Vermenschlichung oder das menschliche Gefühl, das die Leute hatten mit der Wissenschaft. Also das war meine Person, das war Sandra Ziesek, die übrigens auch hier im Saal ist. Und das waren natürlich die Moderatorinnen, die dem Ganzen auch diesen Anstrich gegeben haben. Das war der Ton von diesem ganzen Medienprodukt. Das hat, glaube ich, den Leuten viel geholfen. Ja, aber ich glaube eben nicht, dass man jetzt wirklich sagen kann, da kommt eine Frage aus dem Publikum und dadurch hilft man jetzt ganz vielen, dass man die konkret beantwortet. Also meine Oma ist im Altersheim. Und wie gehe ich jetzt damit um? Ja, das gab es selten, dass da wirklich so praktische Aspekte kamen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ein neues Bild von Wissenschaft, Expertise in Zeiten von Krise und Fake News. Es liegen 95 Minuten hinter uns und ich finde, es ist eine extrem reiche und wichtige Diskussion gewesen. Wir haben über große Räume gesprochen und die ganz kleinen Dinge, die man operativ auch machen kann. Über das gehört, was man heilen kann in Gesellschaften, wie man Gesellschaften verändern kann. Und warum ich das eine so reiche Diskussion fand, ist, weil sie letztlich all die großen Fragen berührt hat, die sich Menschen seit vielen Jahren stellen. Also, was können wir wissen? Was sollen wir tun? Was dürfen wir hoffen? Und das macht mich froh. Mich macht auch froh, zweitens, dass wir mit einem positiven Impuls hier rausgehen. Wir haben über die unverbesserliche Optimistin gesprochen. Wir haben über die Zuversicht und die Zuversicht der Vernunft gesprochen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was man auch bei der Definition eines neuen Bildes von Wissenschaft mittragen und weitertragen kann. Und drittens freue ich mich sehr über die Diskussion, weil wir sie noch weiterführen werden. Wir werden sie mit Ihnen, meine Damen und Herren, die uns zugeschaut haben bei Phoenix über den Livestream oder in den Räumen, in die wir die Veranstaltung übertragen haben, werden mit Ihnen gerne noch weiter diskutieren, werden auch gerne auf dem Laufenden halten, was Sie über dieses Projekt von Zeitstiftung Bucerius, Klaus-Tschira-Stiftung und SciComm Support weiteres auch wissen können. Wir werden aber auch hier im Raum noch weiter diskutieren und uns weiter austauschen, denn Sie haben viele Fragen, wir haben noch viele Fragen und vielleicht gibt es gegenseitige Antwortversuche, über die wir nun gemeinschaftlich ins Gespräch kommen können. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie dabei gewesen sind, bei Ihnen im Livestream, dass Sie dabei gewesen sind, vor allem aber bei diesem wirklich, wirklich großartigen Panel, bei Alena Büchs, bei Christian Drosten, bei Carsten Broster, für diese intensive Diskussion. Wie schön, dass Sie bei uns waren. Und zuversichtlich könnte man sagen, passen Sie gut auf sich auf, alles wird gut und good night and good luck. Herzlichen Dank.
Dankeschön. So, und wenn jetzt der Livestream beendet, ich will einmal noch Danke sagen an alle Kolleginnen und Kollegen, die diese großartige Veranstaltung organisieren.